Hallo, liebe Freunde der Freiheit. Wenn dieses nun schon eine Jahr der sogenannten Pandemie einen positiven Aspekt für mich persönlich mit sich brachte, dann den, dass ich die Gelegenheit hatte, sehr viele kluge, interessante Menschen kennenzulernen. Einer davon ist Hans-Christian Prestin. Ich habe den ehemaligen Familienrichter kennengelernt auf einer Veranstaltung im Havelland und mir war relativ schnell klar, dass ich diesen Menschen und seine Arbeit porträtieren möchte und euch vor allen Dingen ein Werkzeug vorstellen möchte, das er entwickelt hat, was uns Eltern die Möglichkeit gibt, möglicherweise diese leidige Abstands-, Masken- und Testpflicht in den Schulen zu beenden. Schön, dass wir hier zu Gast sein können bei Hans-Christian Prestin. Einige kennen vielleicht diesen Namen oder haben den Namen schon mal gehört im Zusammenhang mit dem Corona-Untersuchungsausschuss. Erzähl doch einfach mal etwas unseren Zuschauern. Wer ist Hans-Christian Prestin? Ja, ich bin persönlich ein Wanderer zwischen den Welten, kann man so sagen. Ich bin geboren zu einem Zeitpunkt, da gab es Adolf noch und bin also in Grabow-Mecklenburg geboren. Da bin ich dann auch zunächst aufgewachsen bei meiner Mutter, bei meinen Großeltern und mein Vater war in Gefangenschaft. Und dann musste meine Mutter fliehen. Ich bin dann zurückgeblieben bei den Großeltern mit 6 Jahren. Und irgendwann 1953, das heißt Weihnachten, kriegte ich dann mit, dass die letzten Gefangenen entlassen wurden. Und ich habe dann am Volksempfänger gesessen und habe also auf die Namen geachtet, die da durchgegeben wurden. Und habe dann einen Freudentanz vollführt. Als Willy Prestin benannt wurde, da war ich völlig aus dem Häuschen und so. Und konnte das es dann. Das war mein Vater. Das war mein Vater und meine Mutter war in Dortmund gelandet. Ich hatte sie dann 3 Jahre nicht gesehen und mein Vater ging dann nach Dortmund. Der ging also dann, also nachdem er entlassen worden ist, war er dann im Januar in Dortmund. Und meine Großeltern, also seine Eltern, haben mich dann nach Dortmund gebracht. Und dann bin ich also gewissermaßen aus einem behüteten, alten kleinen Häuschen, einer behüteten, schönen, wunderschönen Kleinstadt an der Elde, bin ich also ins ausgebombte Dortmund gekommen und bin dann also in einer halben Ruine gelandet, wo meine Mutter Wohnung genommen hatte. Und das war schon ein großes Abenteuer. Und meinen Vater habe ich überhaupt erst kennengelernt damit. Wie alt warst du da? Knapp 10. Mit knapp 10 hast du deinen Vater kennengelernt? Also? Genau. Ja. Und er war schwer angeschlagen, traumatisiert, ganz sicherlich von diesen 10 Jahren. Und meine Eltern mussten wieder irgendwie zusammenfinden. Und ich war dann so dazwischen gewissermaßen mit meinen Bedürfnissen. Also es war alles andere als einfach. Und ich bin dann also auch schulisch also abgerutscht, also vom ursprünglich Klassenbesten war ich dann also unter ferner Liefen. Hab dann also mit Mühe und Not meine Aufnahmeprüfung beim Gymnasium geschafft und bin dann so meinen Weg gegangen. Und war dann ganz früh fertig schon mit der Schule, weil durch diesen Wechsel von Ost nach West hatte ich noch ein halbes Jahr übersprungen. Jedenfalls war ich noch nicht mal 18, als ich dann durch war. Hab dann also studieren können und dadurch war ich dann von der Wehrmacht befreit, weil ich dann also im Grunde schon 2 Semester weit war und dann obendrein dann also in Berlin so ein Semester gemacht habe. Befreit nehme ich an. Was? Von der Bundeswehr. Ja, die haben mich dann nicht gezogen. Ja. Weil du sagst es von der Wehrmacht. Also das war dann schon nach der Zeit. Von der Bundeswehr. Von der Bundeswehr. Ja. Und da musste ich dann nicht hin. Ich wurde zwar gemustert, aber jedenfalls also haben sie mich dann in Ruhe gelassen. Und war dann also sehr früh fertig, also mit der Ausbildung. Ich war also knapp 26 und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte. Meine Freundin, die hatte einen Vater, der war beim Finanzamt, hohes Tier, der war also Jurist und so. Und meine Eltern waren einfache Leute. Naja, und dann dachte ich, also irgendwas musst du machen, was du zu bieten haben. Nicht? Ja.
Und da habe ich gedacht, was mache ich denn bloß? Ich habe dann so auf die Listen geguckt. Ich denke, ja, naja, Jura, Rechtswissenschaft. Eigentlich wollte ich ja Pastor werden, aber da war ich zu blöd für, weil ich da also Latein ganz schlechte Noten hatte. Ich denke, das kannst du abschminken. Werd mal also was anderes. Und was kannst du am meisten, womit kannst du am meisten machen? Und dann habe ich an Schwiegervater gedacht, also an den zukünftigen, ne? Und dachte, naja, wenn du Jurist wirst oder so, das ist ja auch nicht schlecht. Damit kann man ihn beeindrucken. Ja, und sowas muss das gewesen sein. Jedenfalls habe ich dann also wie gesagt, also diese Juristerei dann, die Ausbildung gemacht. Und wusste aber am Ende dann auch nicht genau, was mache ich jetzt? Gehe ich zur Versicherung oder was mache ich? Und dann spricht mich mein Ausbildungsleiter an und sagt, was ich denn machen wollte. Ich sage, keine Ahnung, vielleicht zur Versicherung? Sagt er, nee, Sie werden Richter. Ich sage, ich? Schüchtern, ängstlich. Ich soll Richter werden? Ich sage, oh, ja, wenn Sie das sagen, na, dann mache ich das. Okay, und dann, wie gesagt, dann also sehr verklemmt, sehr schüchtern, wenn ich da mit 26... Das kann ich mir so nicht vorstellen jetzt, ehrlich gesagt. Nein, aber es war wirklich so. Ja. Und dann bin ich also Richter geworden und habe dann also so am Anfang, wie das so ist, in so einer Kammer gesessen, habe dann so Fleißarbeit gemacht und so. Und nach 6 Monaten ging es dann los, Einzelrichter. Dann bin ich also auch verschubt worden, dann war ich plötzlich nicht mehr in Bielefeld, wo ich bis dahin gewohnt habe, sondern musste nach Hamm und nach Essen und so, naja gut. Und dann kriegte ich also plötzlich Pflegekinder ins Haus. Das heißt also, die Eltern waren vor den Baum gefahren, meine damalige Frau, die war Lehrerin, kannte die Tochter sehr gut, weil sie bei ihr in der Schule war. Und dann haben wir uns so getrennt, einen Kopf gemacht, was wird aus den Kindern, die eine war 3, die andere war 6. Oder noch ein bisschen älter, 7 glaube ich, war es, ist auch egal. Jedenfalls haben wir dann gesagt, ach ja, wir können sie ja mal gucken, wir sollten sie vielleicht doch nehmen. Also Kinder mögen wir und Kinder wollen wir auch haben. Okay, und wie es dann so kam, die Kinder waren beim Pastor gelandet und als wir uns dann darum gekümmert haben, dann dauerte es gar nicht lange, dann waren die Kinder bei uns. Und heute sind das also meine Adoptivkinder und dann habe ich noch 2 leibliche Kinder, so. Wie dem auch sei, also ich war dann also Richter geworden. Und dann ging es mir ganz gut. Ich habe Zivilsachen gemacht, viel verglichen. Und dementsprechend hatte ich so einen Halbtagsjob. Also ich musste wenig Entscheidungen schriftlich begründen. Du hast also eher versucht, auf dem Wege des Vergleiches. Ja, das ist mir, ja, also zum Rechtsfrieden zu bringen. Genau, ja. Und das ist mir offenbar sehr gut gelungen da in dem Gericht. Jedenfalls habe ich da so ein Händchen für gehabt. Und über die Hälfte meiner Verfahren sind also vergleichsweise erledigt worden. Und dann brauchte ich nicht mehr begründen, ja. Urteile schreiben und so. Und deswegen ging es mir recht gut. So, und dann wollte ich auf Staatskosten Urlaub machen. Wie macht man auf Staatskosten Urlaub? Indem man eine Fortbildung besucht. 14 Tage Trier, habe ich gedacht, wunderschön. Also mich angemeldet zu einer unverdächtigen Tagung. Wie war das? Psychologische Bewertung von Aussagen vor Gericht. Aha, ich denke, da kannst du nichts mit kaputt machen, fahr mal dahin. Dann haben die mich aber kurz vorher ausgeladen und gesagt, also nee, das wäre jetzt umfunktioniert, die Tagung wäre gestrichen und jetzt käme das Familienrecht 1977 und von da aus gesehen müssten sie jetzt eine Familienrechtstagung machen. Aber wenn ich dazu auch Interesse hätte, dann könnte ich ja kommen. Ich sage, ist mir egal, wo ich hinfahre. Das war ja prima, sowieso. Dann bin ich da hingefahren. Und das ist so der Beginn aus meiner Sicht einer gewaltigen Lehrzeit. Also, dann ging das los. Dann haben mir also Psychologen erzählt, was von Watzlawick, menschliche Kommunikation und von Krisenbewältigung innerfamiliärer Art, von Situationen von trennungswilligen Eltern und. Habe ich solche Ohren gekriegt und gedacht, Moment mal, das können wir nicht. Wir sind Juristen, wir haben gelernt, richtig und falsch voneinander zu unterscheiden und dann also im Grunde endgültig zu entscheiden und dann ist das eben so und dann kann man das nicht mehr ändern. Das ist ja in allen Bereichen auch in Ordnung, nur wenn das um Kindeswohl geht, was ist das denn? Was brauchen Kinder? Keine Ahnung. In welchem Alter brauchen sie was? Keine Ahnung. Wie ist das mit Eltern, wenn die getrennt sind, die Eltern? Was soll dann passieren? Keine Ahnung. Was ist mit Eltern überhaupt?
wenn die so eine Krise haben, kriegt man die wieder zusammen? Nee, wahrscheinlich nicht. Wenn die nicht mehr miteinander reden, so richtig? Eben, ja. Wenn die nur noch so, was mache ich denn da? Dann habe ich eine Richterversammlung einberufen, 40 Richter da etwa, 38 oder so, in Bielefeld. Und gesagt, liebe Leute, wir können das nicht leisten. Wir müssen das aber tun. Und wenn das so ist, dann dürfen das nicht die Jüngsten machen. Dann sollten das vielleicht so die ältesten Kollegen machen, die jenseits von Gut und Böse sind, nicht mehr befördert werden wollen und möglichst geschieden. Dann haben die Kollegen gesagt... So, dass sie das schon mal durchhaben. Haben die Kollegen gesagt, Prestin, du hast nicht alle Tassen im Schrank, ob du Richterrat bist oder Präsidium ist, also jedenfalls, das machen wir nicht. Da habe ich gesagt, okay, das kann ich verstehen. Dann gibt es einen Kompromiss. Die, die das nicht machen wollen, machen für die zukünftigen Familiengerichte ein Dezernat mehr, damit die zukünftigen Familiengerichte sich einstellen können. Also unabhängig, was von uns von draußen zugewiesen wird. Erstens. Zweitens. Ab 55, die brauchen nicht mehr. Aber alles, was dann von da aus runtergezählt wird, muss. Dann haben wir 8 Leute gebraucht mit Halbtagsjobs und so. Und dann, das war ein junges Kollegium. Und deswegen war ich dann den letzten Bissen die Hunde, das war ich. Also mit 33, glaube ich, war ich da, da ging es dann also los. Dann sollte ich also Familienrichter werden. Und jetzt habe ich wieder Glück gehabt mit einer meiner Töchter. Ich habe ja mittlerweile 4 an der Zahl, aber eine meiner Töchter macht ja also schulische Probleme. Und dann habe ich Glück gehabt, dass ich diesen Professor Klenner kennengelernt habe. Ein alter Hase, gestandener Professor, Chef der Heilpädagogischen Ambulanz, der Heilpädagogischen Institut von der Fachhochschule Bochum. Und der hat uns geholfen, unser Problem zu beseitigen. Nicht? Mit der Tochter. Und dann, wir haben bei dem also ein paar Beratungsgespräche gehabt und dann haben wir das intern umorganisiert und dann hat das geklappt. Dann haben wir die Tochter also über die Schulrunden gerettet und uns ging es dann wieder gut. Und jetzt kam dieses Familienrecht und da habe ich gesagt, Herr Klenner, ich weiß nicht, was ich machen soll, die Kollegen wissen das auch nicht, können Sie uns helfen? Da sagt er, ja, wenn Sie wollen, machen wir so Jurfix einmal im Monat oder alle 2 Monate. Und dann versuche ich Ihnen mal so ein paar Dinge zu erzählen. So, und jetzt kommt es dann gleich knüppeldicke. Dann setzen wir uns da zusammen. Und dann geht es darum, wie gehen wir überhaupt vor bei solchen Sachen? Wie erkundigen wir uns bei den Eltern, wenn es um die Frage geht, was wird mit den Kindern? Wo stehen die und so? Wie gehen wir vor? Und da sagte er, also wenn es um sogenanntes Kindeswohl geht, dann kann er sich ja nur dann vorstellen, dass wir verantwortlich handeln, wenn wir den Träger dieses Begriffs gesehen haben. Und wir sollten den bloß nicht vors Gericht laden. Je jünger der ist, sagt er, da haben sie nichts von. Da kriegen sie also zwar Antworten, aber die sind nichts wert. Ich sage, warum nicht? Nein, Kinder, die können nicht sagen, was sie fühlen, was sie wollen, was sie denken. Die richten sich danach aus, was von ihnen erwartet wird. Und wenn sie bei Mutter im Dunstkreis sind, dann sagen die also, was die Mutter hören möchte. Und wenn die beim Vater im Dunstkreis sind, sagen die, was der Vater hören möchte. Und überhaupt haben die dann noch zusätzliche Ängste aufgebaut, weil sie vorher noch programmiert werden. Also machen sie das bloß nicht. Ich sage, was mache ich bloß nicht? Und was soll ich dann machen? Wie soll ich die denn kennenlernen? Sagt er, ja, machen sie das Gleiche, was ich auch mache. Ich sage, was machen Sie? Ja, ich fahre raus, da wo die Kinder sind. Dort, wo sie leben, in der Familie. Hm. Ich sage, ich? Als Richter? Was soll ich da machen? Ah, nee, sage ich, das geht überhaupt nicht. Nee, das geht das wirklich. Das gab es bis dahin nicht. Nein, ja? Nein, war überhaupt. Das stand nicht mal im Gesetz, dass man Kinder anhören musste. Jedenfalls, also sage ich, nein, das kann ich nicht. Sagt er, wieso können Sie das nicht? Ich sage, wenn ich rausfahre, Kinder sind bei der Mutter und ich besuche die bei der Mutter, dann bin ich am Ende. Warum? Weil ich bin befangen. Mutter hat mich eingefangen, gefühlsmäßig bin ich auf ihrer Seite. Vater ist draußen, der lehnt mich als befangen ab. Und er hat recht. Ich sage, kann ich nicht machen. Sagt er, ach, das haben sie gleich. Ich sage, wie? Sie bestellen den Vater vor die Tür, sie gehen beide in die Wohnung, dann haben sie beide Eltern, kann sich keiner beschweren und dann gucken sie mal. Ich sage, ich?
Und was soll ich da sehen? Ich dachte, machen Sie mal. Sie müssen mit den Kindern gar nicht groß was veranstalten. Gehen Sie mal rein und dann setzen Sie sich da an den Tisch, trinken eine Tasse Kaffee, unterhalten sich mit den Eltern darüber, was die eigentlich vorhaben. Und dann gucken Sie mal, wie es geht. Ich sage, mein Gott, da müssen Sie mitkommen. Ich sage, nein, Sie haben vorwissenschaftliche Menschenkenntnis, machen Sie mal. Wir können das hinterher auswerten miteinander. Ah, okay. Da habe ich gedacht, ja, der hat recht. Also ich komme aus der Nummer nicht raus. Was er gesagt hat, stimmt für mich. Aber wenn das so ist und ich muss rausfahren, mein Gott, wie mache ich das? Und dann habe ich das dann so gemacht, dass also im Grunde im ersten Termin also mit den Eltern und Anwälten über die ganze Situation gesprochen wurde. Dann wurde das bekakelt also mit Wohnung und Hausrat und mit der Rentengeschichte und Vermögensgeschichten und was weiß ich. Und dann so, okay, wenn dann das juristische so Geplänkel vorbei war und die Leute dachten, jetzt sind wir fertig, weil sie sich auch noch einig waren über das Sorgerecht sozusagen, über die elterliche Gewalt, dann wollten die dann gehen. Da habe ich gesagt, nein, so ganz schnell geht das nicht. Die Kinder sind bei Ihnen? Ah ja, wann kann ich sie besuchen? Machen wir einen Termin, ja? Okay, Termin ausgemacht zum anderen und Sie warten vor der Tür auf mich. Sie gehen nicht rein, Sie warten, bis ich komme. Ah, okay. Und Anwälte brauchen wir dabei nicht. Und okay. So, und dann bin ich dann also da Hausbesuche machen gefahren. Aber du kannst dir vorstellen, dass mir die Knie gewackelt haben. Das heißt, also, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, wie die Eltern miteinander umgehen. Ich bin da zu Gast bei irgendwelchen Leuten und kann mich nicht in meine Robe verstecken. Oh mein Gott. Ja, und dann gab es auch so ein paar Situationen, die durchaus also nicht so ganz schön waren. Nicht? Dass der Vater zum Beispiel also vor der Tür mir sagt, mit Ihnen rede ich nicht. Haus weg, Frau weg, Kinder weg, Geld weg, Schluss, aus. Mich sieht man hier nicht wieder. Ich sage, doch, ich sehe Sie jetzt. Außerdem finde ich schön, dass Sie da sind. Ja, ich musste ja kommen. Ja, ich sage, klar, sonst hätte ich die Polizei geholt. Stimmt. Aber es ist doch toll, dass Sie da sind. Nun kommen Sie, jetzt gehen wir rein. So, und dann setze ich mich da mit denen an den Tisch und so. Und die Kinder sind also erst noch im Kinderzimmer, dann kommen sie also irgendwann rein. 9 Jahre alt, so in der Kante. Setzen sich auf den Fußboden dazwischen die Eltern. Und als das Geplänkel dann zu Ende ist und ich dem Vater dann sage, komm, jetzt gehen wir wieder. Wir haben ja den Gerichtstermin dann und dann und dann treffen wir uns sowieso wieder und dann werten wir das mal aus. Jetzt gehen wir wieder. Und da rennt der Junge hinter uns her und sagt, Papa, Papa, auf den Arm nehmen. Ah. Oder eine andere Situation, so eine Kleine krabbelt auf der Mutter Schoß, hängt da die Kette ab, krabbelt auf Vater Schoß, hängt ihm die Kette um. Oder eine andere Kleine sitzt also da an der Heizung mit ihrer Tante, sagt kein Wort. Da bin ich überhaupt nicht ins Gespräch gekommen. Und als Vater und ich dann die Räume verlassen wollen, hier bleiben. Hier bleiben, hier bleiben. Wow. Das geht einem durch. Und dann war mir eins klar, alleine durch diese Situation war mir eins klar. Es ist scheißegal, wie ich entscheide. Wenn ich da also jetzt die Machtverhältnisse so oder so richte, oder wenn ich jetzt also irgendwelche Vorgaben zeitlicher Art denen vorschreibe, wie die auf Dauer mit Kindern umzugehen haben, dann hat das Kind nichts davon. Im Gegenteil. Dann hören die überhaupt auf zu reden miteinander. Und dann geht's schief. Dann geht's endgültig schief. Und das habe ich dann mit den Eltern reflektiert und habe dann gesagt, also Leute, ich bin nicht dazu da, euch zu streicheln. Ich bin auch nicht dazu da, Machtverhältnisse zu regeln. Ich bin dazu da, Kinder zu schützen. Und im Augenblick sieht es so aus, dass die Kinder so, wenn es so bleibt, wie es jetzt aussieht zwischen euch, dass die Kinder wirklich zu Schaden kommen. Und das bedeutet also, ich kann euch nicht aus der Nummer rauslassen. Noch nicht. Aber ihr habt die Möglichkeit, mich loszuwerden. Ihr kriegt jetzt 3 Monate Zeit und dann könnt ihr euch überlegen, jetzt sofort, habt ihr eine Idee, bei wem ihr euch beraterische Unterstützung holen könnt? Dann nehmt ihr den. Oder ihr sagt, das haben wir nicht. Dann gebe ich euch jemanden, von dem ich weiß, dass der also nicht begutachtet, nicht sagt, wer besser ist, der euch berät.
Und dann sehen wir nach 3 Monaten weiter. Wir machen einen Termin aus und dann sehen wir ja, was draus geworden ist. Und wenn das nicht funktioniert, weil einer von euch sich da auf die Hinterbeine stellt und meint, er würde recht bekommen, dann wird es eng für ihn. Dann hole ich ein Gutachten über ihn ein und nicht über die Kinder. Und den würde ich dann also natürlich also aufpassen, wer da entmündigungsreif ist. Wer also nicht mit sich reden lassen will oder nicht kann, der kann das Sorgerecht dann leider nicht bekommen. Ganz sicher nicht. Und die Akte landet möglicherweise noch beim Staatsanwalt. Weil, wenn Eltern also ihre Kinder bewusst schädigen, seelisch quälen, machen sie strafbar. War gar nicht nötig. Die Leute, die haben dann also haben gesehen, dass ihre eigenen Dinge, die sie sich bis dahin zusammengereimt hatten, nicht mehr stimmten. Das heißt, die Kinder haben uns allen dreien was gezeigt. Mhm. Und insofern konnte ich meine Akte wegschmeißen und die Wahrheit von Mutter und die Wahrheit vom Vater, das waren ihre subjektiven Überzeugungen. Okay, die kann man stehen lassen, aber sie spielen für das Kind keine Rolle. Und auf dem Hintergrund im Grunde waren die genauso unsicher wie ich auch und haben dann diese Angebote nicht nur angenommen, sondern gesagt, ja, was können wir denn machen? Ich sage, ja. Strohhalm. Genau. Ja. Und haben dann also das also angenommen. Und daraus ist dann geworden, dass ich also in meinem ganzen Richterleben kein einziges Mal die Situation hatte, wo ich also Eltern Zwangsgelder hätte aufbrummen müssen. Mhm. Und bei mir ist dann die Sache dann so gelaufen, dass dann kam eine Verschärfung des Gesetzes. Dann wurde dann plötzlich 1980 gesagt, wenn geschieden wird, dann muss der Richter einem Elternteil allein die elterliche Gewalt übertragen, ja, die Sorge übertragen. Und dann habe ich gesagt, wunderschön, aber das kann so nicht sein. Das ist, hat mit Recht nichts zu tun, mit Kindesrecht nichts zu tun. Und habe das Bundesverfassungsgericht angerufen. Ich habe einen Vorlagebeschluss gemacht und dann bin ich Jugendrichter geworden. Bis 1980 war das so, in der Bundesrepublik Deutschland, muss man dazu sagen, dass wenn die Eltern sich trennten, ein Elternteil... Nein, bis dahin konnte man beide Eltern in der Sorge lassen. Okay, also bis dahin war es so, dass es das gemeinsame Sorgerecht gab, weiter. Also gehen konnte, ja, ja. Vorausgesetzt, die Eltern waren miteinander verheiratet. Genau. Und, genau. Und ab da war es dann sozusagen so, dass die Eltern, wenn sie geschieden wurden, nur ein Elternteil des sorgeberechtigt gewesen wäre. Genau so. Am 1. Januar 1980 trat das neue Gesetz da in Kraft und wurde dann also dem Richter aufgegeben, alternativlos, wie so schön Frau Merkel sagt, alternativlos wirklich nur einen Elternteil zu bestimmen. Ja. Und kurz danach kam schon dann das erste Pärchen auf mich zu, wo Mutter sagte, bei 2 Jungs, die so im Alterbereich waren, 12, 13 Jahre, die Eltern hatten sich getrennt. Und dann sagte Mutter, ich will, die Kinder sind bei mir, die Jungs sind bei mir, das ist in Ordnung. Die haben auch Kontakt zum Vater, ist auch in Ordnung. Aber dass der Alte sich entziehen kann, wenn ich ihn brauche, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Also ich sage, sie kommen mir wie gerufen, herzlichen Dank. Und dann habe ich also diesen Fall genommen, habe einen Vorlagebeschluss ans Bundesverfassungsgericht gemacht, die Akte ging nach Karlsruhe und alle anderen Sachen, die dann liefen, wurden also vorläufig beibehalten bei der gemeinsamen Sorge. Und als es dann in Karlsruhe durch war, haben die dann also ihre gemeinsame Sorge behalten. So ist das dann gelaufen. Und ich habe dann also insofern noch mal Glück gehabt, bin ich wieder geschoben worden, dass ich also so aus dem Familiendezernat rauskomme. Weil dann wurden die Dezernate, wurde mehr Arbeit verteilt, kriegte man mehr Arbeit. Und da habe ich gesagt, also kann ich meinen Job nicht mehr machen, dann will ich was anderes machen. Okay, und dann hat man mir ein großes Freizeitangebot gemacht, in dem man gesagt hat, du wirst Jugendrichter, da hast du nicht so viel zu tun. Ich sage, wunderbar, werde ich Jugendrichter. Und dann bin ich vom Regen in die Traufe gekommen. Weil vom Wegen nicht richtig zu tun. Üblicherweise ja, was den Straftatbestand angeht, das ist kein Problem. Aber wie mit dem Jugendlichen umzugehen ist, ja, wie ich also im Grunde ihn also so auffangen kann, dass er, ich sag's mal so, nicht wieder rückfällig wird. Ja. Wie ich entdecke im Grunde, warum das so gekommen ist. Das sind also dann so Feinheiten oder so, die mich nicht nur belastet, sondern ganz schön ausgelastet haben. Und wo ich dann etwas entdeckt habe, was mich also richtig auf die Palme gebracht hat.
Weil also dann etwa 75% aller dieser 600 Jugendlichen, mit denen ich zu tun hatte, oder 400, ich weiß es nicht mehr genau, zeichneten sich dadurch aus, dass ihnen der Anspruch auf Erziehung durch beide Eltern vorenthalten worden war. Warum? Weil die Eltern nicht nur sich getrennt hatten, in Streit auseinandergegangen waren, sondern also dieses Streitverhältnis nicht gelöst worden ist. Okay. Das heißt, diese Broken-Home-Situation hat die Kinder also um die Betreuung beider Eltern betrogen, sodass sie also erziehungsunfähig geworden sind, an ihren Weg gegangen sind, in die Drogen oder was weiß ich wohin. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, das ist ja doll, das geht so gar nicht. Und habe dann also im Grunde einen Wechsel vollzogen. Ich bin aus dem Richterdienst ausgestiegen, bin Rechtsanwalt geworden. Ich wollte eigentlich Berater werden. Ich wollte Konfliktberater werden auf dem Hintergrund dessen. Klappte aber nicht, weil damals das Rechtsberatungsgesetz gesagt hat, also man muss schon Rechtskundler sein und dann muss man Anwalt sein, wenn man Rechtsberatung betrifft. Sei, na gut, dann werde ich eben Anwalt. Okay, also bin ich also Anwalt geworden und habe dann Weiterbildung gemacht. Für Jugendämter Vorträge gehalten und. Und mit dem Kinderschutzbund zusammengearbeitet. Ich war dann Vorstandsmitglied im Kinderschutzbund, habe eine Wissenschaftlergruppe zusammengestellt und mit Fachleuten und wirklich also Leuten aus dem Kinderschutzbund, Praktikern, dann ein Konzept entwickelt, wie man, ich sag's mal so, eine Anwaltschaft für Kinder und Familien so etabliert, dass der Richter nicht wie ich am Anfang völlig überfordert ist mit einer Situation, sondern dass der Richter an der Ecke also Informationen bekommt aus einer ganzheitlichen Perspektive, aus der, die ihm für das Kind anstelle des Kindes so zugetragen werden, dass er in die Lage versetzt wird, ich sag's mal so, den Rahmen so zu gestalten, dass eine Friedensarbeit, eine friedliche Konfliktlösung möglich wird. Das war der Grund. Und da das also im Grunde ja, weil wir keine Revolution machen konnten, haben wir uns dann überlegt, also okay, da muss es eine Institution geben, die also im Grunde so entsprechend aufgestellt ist, wo also Fachlichkeit der Psychologie, Psychiatrie, Juristerei, Pädagogik im Verbund miteinander stehen und die betreffenden Familien wirklich auch alle Professionen gleichermaßen zur Verfügung haben. Und die sorgen dann dafür, dass das Kind, wann immer es zum Konflikt vor Gericht kommt, vertreten wird. Dass es zu seinem Recht kommt. Ja, dann kam die Wende. Und da ich ja so aus dem Osten komme und auch vor der Wende praktisch jedes Jahr hier bei meinen Großeltern bzw. bei meiner Verwandtschaft war, kannte ich die Situation. Und ich wollte dann also an der Ecke dabei helfen, mithelfen, dass also, ich sag's mal so, nicht also das zu einer Übernahme nur kommt, sondern also, ich sag's mal, zu einer Integration kommt. Von dem, was die Menschen also hier erlebt haben und wie sie hier gelebt haben, auch viel stärker miteinander verbunden, viel stärker aufeinander angewiesen, als im Westen der Individualismus und hier, ich bin ich und was ist meins und sonst was alles. Hier musste man also im Ringtausch manche Dinge sich mühselig über 5, 6, 7, 8 Stationen erobern sozusagen. Aber dazu brauchte man 6, 7, 8, 9 Freunde, die also diesen Ringtausch mit einem immer wieder auf neue hergestellt haben. Das heißt, die Verbindung war hier eine andere und die Notwendigkeit, miteinander zu kooperieren, eine ganz andere. Und auf diesem Hintergrund hatte ich dann so die Überlegung, auch mit der Evangelischen Akademie Bad Boll zusammen, ob es nicht möglich sein könnte, mit den Fachleuten aus beiden Seiten, die jetzt nichts mit der Politik direkt zu tun haben, aber im Grunde also praxiserfahren waren, ob es da nicht möglich sein könnte, im Grunde hier zu gucken, was ist wichtig, sich zu erhalten. Sei es also diese Art des Miteinanderumgehens auf der einen Seite oder auch die Art des, auch, ich sag's mal so, Entwickelns, Entfaltens oder was weiß ich, oder auch den Materialismus dazu leben, wie dem auch sei. Jedenfalls haben wir uns dann entschlossen, zusammen mit der damaligen Justizsenatorin Frau Limbach hier in Berlin uns zusammenzusetzen im Senat und unter dem Motto, prüfet alles, aber behaltet das Gute.
Von beiden Seiten. Ja, ja, von beiden Seiten. Es waren also dann also Ostleute dabei und es waren Westleute dabei und ich habe dabei gesessen. Und wir haben also dann überlegen wollen, gerade was so Konfliktsituationen angeht, dass dann also im Grunde etwas passiert, nicht, dass das ein Diktat wird von oben nach unten oder so, sondern dass da etwas anderes geschieht. Dass man dann also gemeinsam Dinge einrichtet, wie man sie hier bereits schon hatte im Osten ein Stück weit, mit den Konfliktkommissionen. Ja. Und mit der außergerichtlichen Bearbeitung. Es gab zum Beispiel in der ganzen Stadt Brandenburg gab es nur 6 Anwälte für also im Grunde so private Schwierigkeiten. Und die waren natürlich auch noch unter Bewachung oder wie auch immer. Aber jedenfalls also allein von der Struktur her hatte man also hier Konfliktlösungsmodelle, die durchaus auch funktionierten. Ja. Wie dem auch sei. Jedenfalls haben wir dann also da zusammengesessen und haben dann überlegt, wie kriegen wir das denn hin? Und dann praktisch von einem Tag zum anderen war es dann so, dass wir also nach Hause gehen konnten. Warum? Weil der Einigungsvertrag war klar und dementsprechend war die Übernahme perfekt. Das heißt also, das West-System wurde einfach in den Osten übernommen und die Chance, das zu modifizieren und sozusagen aus beiden Seiten die Vorteile mit einfließen zu lassen, war vergeben. Genau. Ja, und danach gab es dann so die Situation, dass ich also jedes Jahr praktisch also hier zu Besuch war. Und dann sitze ich mit meiner damaligen Partnerin da unten an der Havel, die wollte gar nicht in den Osten. Und dann hat sie gesagt, ach ja, das ist ja doch ganz schön hier und kann ich mir doch vorstellen. Und dann bin ich nach Potsdam gefahren und habe gefragt, ob sie mich hier brauchen können. Aufbaustab. Und siehe da, ja, ja, kommen Sie mal. Und so nach ihrer Erfahrung, 12 Jahre Richter, Berufsrichter, alles klar. Bewerben sich. Am 1.4.93 war ich dann hier als Richter. So, dann ging das hier also los. Und habe ich dann also im Grunde dann einen Richterdienst gemacht bis 2009, bis ich dann pensioniert worden bin. Familiensachen. Und eben interessante Beobachtungen auch gemacht. Wie also auf dem Hintergrund dieser Mentalität die Menschen anders reagiert haben als im Westen. Im Westen ging es viel mehr um Recht und Recht haben und so. Und hier ging es mehr so darum, zu überzeugen, echt zu sein, ehrlich zu sein. Und in dem Augenblick, wo man also im Grunde empathisch mit den betreffenden Menschen also mitgeschwungen ist und hat mit ihnen also eine eigene, also ein echtes Gespräch geführt, dann gab es keine großen Probleme, dass die also im Grunde dann also mitgegangen sind und auch gesagt haben, okay, dann machen wir das mal so. Also das war eine hochinteressante Erfahrung. Und wollte dann also auch Frau Hildebrand, damals Familienministerin. Regine Hildebrand. Regine Hildebrand. Also zumindest den Brandenburgern ein ganz großer Name. Ganz großer Name. Und sie hat mich dann mal eingeladen und haben wir beide also dann überlegt, inwieweit also so diese Modelle, die ich mitentwickelt hatte, hier aktiviert werden könnten. Das hat dann nicht funktioniert, weil die Justiz hier nicht mitgespielt hat. Warum nicht? Weil das wäre noch nicht so weit und wir wären noch nicht so weit. Und außerdem, also damals war ich dann ja gerade frisch wieder hier im Richterdienst. Also das müsste man erstmal abwarten und so. Okay. Und da habe ich gesagt, das macht keinen Sinn jetzt ohne Justiz, also hier also etwas anzuzetteln. Und dann hat sich das also im Grunde dann leider im Sand verlaufen. Aber wie dem auch sei. So war also diese Situation gewesen. Und okay, das betrifft also jetzt diesen Ablauf. Und was ich so jetzt in der heutigen Zeit sehe, ist, dass sich also die Bilder sehr ähnlich erscheinen für mich. Wenn wir also damals die Situation hatten im politischen Seite, dass wir gewissermaßen zwei Lager waren vor der Wende, die also im Grunde inhaltlich, ideologisch unterschiedliche Sichtweisen hatten und sich mehr oder weniger scheinbar bekämpften mussten oder bekämpft haben, also sich wechselseitig ausgeschlossen haben. Ja. Und deswegen also auch es diese Blöcke gab, NATO auf der einen Seite, Warschauer Pakt auf der anderen Seite. Und aus diesen Ideologismen auch nicht rausgefunden sind, bis dann die Situation plötzlich entstand, dass auf der Ostseite, also Gorbatschow, dann also plötzlich die Türen aufgemacht hat, sich zurückgezogen hat und dementsprechend also es dann zu einer Vereinigung gekommen ist. Aber nicht zu einer Vereinigung, wo zwei bisher also zerstrittene, isolierte Sichtweisen jetzt sich erkennen konnten und miteinander
sich, ich will es mal so sagen, verbunden hätten, sondern hier war es dann so, dass also die Machtverhältnisse jetzt zugunsten des Westens eigentlich noch umgedreht wurden, was den Osten angeht. Und im Anschluss nach Artikel 21 Grundgesetz hieß es ja auch. Und ja. Insofern, ich rede da auch immer sehr ungern von einer deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Also eine Vereinigung war das schon, aber eigentlich eine Übernahme. Genau. Ja? Und das war dann ganz deutlich zu sehen an der Situation, wie also jetzt in dem Augenblick hier versucht wurde, Kompetenz von West nach Ost zu transportieren. Ja. Das heißt also, da wurden also dann Richter damit geködert, in den Osten zu gehen, indem man ihnen gesagt hat, da kriegst du also nochmal zusätzlich Geld. Das wurde drüben dann bezeichnet mit Buschzulage. Und du hast dann den großen Vorteil, dass wenn du dann wieder zurückkommst nach 2 Jahren, dann kannst du hier mit einer Beförderungsstelle rechnen. Ah, ja. Also das heißt, man hat also im Grunde damit Versprechungen die Leute dann rüber gelobt, statt, ich sag's mal so, die Kompetenz, die beste Kompetenz hierher zu bringen, ja, die also auch menschlich eine Führungsqualität hatte. Ja. Und das führte dann dazu, dass in den Behörden und in den Institutionen, so wie ich das erlebt habe im Grunde, ich sag's mal so, zwar also Menschen aus dem Westen rüberkamen, aber die hatten keinen Bezug auf den Osten und hatten also auch wenig Möglichkeiten, sich also gefühlsmäßig darauf einzustellen und haben dann eben ihr Ding gemacht. Ja. Aber aus der Ostperspektive gab es plötzlich nichts mehr von Regelungen, die ihnen vertraut waren. Und dann war das also aufgesetzt. Dann war das also im Grunde eine Diktatur West jetzt, mehr oder weniger. Ja. Und so gesehen haben wir uns unbeliebt gemacht, die wir aus dem Westen kommen. Das ist eine gute Analyse. Also das gab es, glaube ich, in ganz vielen Bereichen. Das gab es im wirtschaftlichen Bereich. Ja. Also auch wie Dinge einfach gehandhabt wurden, ja, im Umgang miteinander. Weil ein Wertesystem, ja, war komplett auf den Kopf gestellt worden. Genau. Ideologisch, materiell, ja, von allen genau. Bedingungen. Ja? Und jetzt gehe ich da an der Ecke nochmal bildlich ein Stückchen weiter. Wenn du so willst, also sind die Osterwachsenen in die Kindrolle gerutscht. Das heißt also, die Westleute hatten also im Grunde das Know-how, hatten die Kohle, hatten also die Beziehungen nach draußen und die Ostleute waren gewissermaßen so in der Kindposition, die also jetzt nur annehmen konnten und was von da kam. Sprich, in einer Abhängigkeit. Absoluten Abhängigkeit. So haben sich viele auch gefühlt damals. Genau. Also ich war 24, als ich drin war, um das zu erklären. Genau. Ich kann mich sehr gut erinnern an diese Zeit und die Zeit danach natürlich. Ja. Das ist ja so mit Mitte 20, da entdeckt man so die Welt der Erwachsenen erstmal so richtig. Genau. Und ich habe das so auch tatsächlich empfunden. Genau, so ist das. Und so habe ich das also erlebt, weil ich bin dann also im Grunde, wie gesagt, hier wieder in den Richterdienst reingegangen und hatte deswegen also auch eine, aus meiner Sicht, eine gute Chance. Ich bin nicht also jemand gewesen, der abgeordnet worden ist aus dem Richterdienst hierher, sondern ich bin original als Anwalt, habe mich hier beworben, habe auch wirklich also hier kein besseres Gehalt bekommen als die anderen, also keine Buschzulage bekommen und war aber auf der anderen Seite auch gefühlsmäßig verbunden. Das heißt, hier waren meine Freunde im Briest. Ja. In Potsdam, die Leute, die ich da kannte und so. Das sind, oder in Zerbst. Das bedeutete also im Grunde, also ich war kein Fremder. Mhm. Und von da aus gesehen war das auf Augenhöhe, was wir miteinander gemacht haben. Okay. Und deswegen habe ich also aus der Ecke, also es, ich will mal so sagen, für mich relativ leicht gehabt. Okay. Weil wir uns wechselseitig, also ich sag's mal so, unterstützt haben, egal wer das war. So, jetzt den Bezug also auf die heutige Situation. Wir haben also aus meiner Sicht heute eine vergleichbare Situation, dass wir auf der einen Seite die scheinbar Erwachsenen haben, die Mächtigeren haben, die also den Bezug zu Geld und Macht haben, und auf der anderen Seite, ich sag's mal so, die Landeskinder, die also im Grunde davon abhängig sind, wie die Eltern, Älteren oder Regierenden die Dinge definieren, was sie also zu tun und zu lassen haben, aus welchen Gründen auch immer. Und wo also im Grunde die Landeskinder genauso wenig dann die Möglichkeit haben zu sagen, also oh je, wir sehen das aber anders. Also sind mehr so auf Anpassung trainiert. Ja. Und daraus beruht also dann jetzt, ich sag's mal so, aus meiner Sicht, so wie ich das nehme, eine ähnliche Spaltung, wie ich sie damals also zwischen Ost und West erlebt habe. Also
Das bedeutet also, hier ist ein Bereich und da ist ein Bereich. Aber beide scheinen unversöhnlich. Meinst du jetzt gegenüber zu stehen? Also diese Lagerbildung generell zwischen Regierenden und dem Volk oder jetzt in der Corona-Situation ganz aktuell oder beides zusammen? Nein, generell. Generell. Okay. Also hier ist die Regierung und da ist das Volk. Und bei dem Volk spielt es für mich jetzt noch wenig, beziehungsweise gar keine Rolle, ob da jetzt unterschiedliche Meinungen gehandelt werden. Mhm. Ob sich das nochmal spaltet, in Anführungszeichen. Ja, ja. Das ist aus meiner Sicht von untergeordneter Bedeutung. Weil, wenn ich jetzt auf die Kinder gucke, trifft das, was, wenn es um die Kinder geht, unser Thema jetzt nachher angesprochen wird, wenn es also um die Kinder geht, trifft es alle gleichermaßen. Ja. Es macht also keinen Unterschied, ob also im Grunde das die eine Gruppe ist oder die andere Gruppe ist. Die Kinder trifft es alle in gleicher Weise, was ihre Bedürftigkeit angeht, des eigenen Wachstums auf der einen Seite und ihre Behinderungen durch einschränkende Maßnahmen auf der anderen Seite. Das bedeutet also, an der Ecke sind die Kinder gleichermaßen betroffen, ohne dass es da Unterschiede gibt. Und die Eltern, ob die das jetzt so sehen, ist völlig wurscht. Die Eltern sind in beiden Fällen in ihrer Verantwortung gefordert, können sie aber noch gar nicht mehr wahrnehmen und sind so gesehen auch in der Kindrolle. Ja. Das bedeutet, dass also ihnen den Eltern zum Beispiel die Verantwortung dafür abgenommen zu sein scheint, was die Kinder anzuziehen haben, ob sie also sich mit Masken verkleiden müssen oder ob sie überhaupt noch gesundheitlich in Ordnung sind oder sich also ständig testen lassen müssen oder sonst was alles. Oder Distanz halten müssen oder in kalten Räumen sitzen müssen und ähnliches mehr. Das sind, wenn überhaupt, dann Entscheidungen von Eltern, aber nicht Entscheidungen von Behörden oder von der Schule. Sollte so sein, eigentlich. Ja, das sollte so sein. Und das sollte nicht nur so sein, jetzt komme ich zum rechtlichen Bereich. Das ist so, dass es nicht nur so sein sollte, sondern wir haben noch das Recht, dass also, ich sag's mal so, jetzt nicht darin besteht, was also die Regierung möchte im Augenblick oder was also das Parlament gerade mal aktuell beschlossen hat für Gesetze. In der Verfassung steht, die Gesetzgebung, ausführende Gewalt und Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Zwei Begriffe für dasselbe? Nein. Gesetz und Recht ist ein kleiner Unterschied. Gesetz meint also im Grunde hier das geschriebene Gesetz, die Paragraphen, die jetzt im Parlament beschlossen werden. Und da gibt es ein Recht, was darunter liegt oder darüber liegt, wie man das will. Das heißt also, wonach sich die Gesetze richten müssen. Vorgegebenes Recht, Naturrecht, Recht durch internationale Konventionen, wo Deutschland sich also eingebunden hat, um des Friedens willen, international sich zu verpflichten, ganz bestimmte Grundregeln einzuhalten. Das meint Recht. Und das bedeutet. Die Menschenrecht, das Menschenrecht zum Beispiel. Ja, ja. Und, die Kinderrechte, die Internet. Ja, da haben wir also auf der einen Seite die Menschenrechtskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention zum Beispiel. Wir haben also das Anti-Folter-Abkommen zum Beispiel. Wir haben den Internationalen Pakt über die bürgerlichen Rechte. Das heißt, das sind alles Dinge, die also Deutschland nicht nur gezeichnet hat, zu denen Deutschland sich verpflichtet hat. Und wir haben vor allen Dingen die UN-Konvention über die Rechte des Kindes. So. Und diese Dinge, die sind das Recht, das dem Gesetz vorgelagert ist und, ich sag's mal so, die Anwendung des einfachen Gesetzes beschränkt oder sogar ausschließt. Das heißt, wann immer also das einfache Gesetz dem widerspricht, was da also an grundlegendem Recht existiert, gilt das Gesetz nicht. Das muss der Richter dann notfalls also im Grunde entweder selber konform auslegen, verfassungskonform auslegen, oder er muss dann sagen, das Gesetz ist nicht in Ordnung und das Bundesverfassungsgericht soll das aufheben. Jetzt sehen wir aber in der Tat Gerichtsurteile, die dagegen sprechen. Was machen wir da? Also Gericht. Also, dass anders entschieden wird.
Ja, Moment, ja. Also wir da sind dann gesagt, wir haben hier eine pandemische Lage nationaler Tragweite und da das hat jetzt mal über allem zu stehen, offenbar. Augenblick. Ich kann sagen, also mein Hausrecht steht über allem und du bist nicht anständig gekleidet, ich schmeiß dich jetzt raus. Das mag zwar sein, aber das hat, also kann ich nicht verallgemeinern. Das heißt, wenn ich hier mein Haus also verlasse, gilt das nicht. Und es gilt auch nicht, dass ich dir jetzt in meinem Haus, weil ich jetzt das Sagen habe, also auch noch andauernd was auf den Kopf hauen darf. Das heißt also, das darf ich auch nicht. In meinem eigenen Haus darf ich das nicht. Ich darf dich nicht verletzen. Okay. So, das bedeutet also im Grunde, mein Hausrecht geht nicht so weit, dass ich also im Grunde, ich sag's mal so, über eine Grundlage, ein grundlegendes Recht mich hinwegversetzen kann. Aber ist das so, dass Richter sich wirklich an dieses Grundrecht, an dieses geltendes Recht zu halten haben? Ja. Dass also jeder Richter eigentlich bei so einem Gerichtsverfahren, wo es um Maskenattest geht oder ja. Kein Abstand wurde eingehalten oder sowas, dass ein Richter sich dann sozusagen an das geltende Recht halten müsste, auch wenn die derzeitige Verordnung dann vielleicht was anderes sagt? Genau. Deswegen haben also an der Ecke, habe ich nicht zufällig, da bestimmte Dinge auch angestoßen, hier genauer hinzugucken. Das heißt also im Grunde genauer hinzugucken, wenn es also darum geht, also die Kinder in ganz bestimmte Situationen hineinzubringen, die für sie möglicherweise gefährlich sind. Also Masken zu tragen, sich testen zu lassen, Abstand zu halten und ähnliches mehr. Warum gefährlich sind, das will ich vorwegnehmen. Weil also im Grunde nicht nur irgendwer, sondern große Wissenschaftler der Biologie und der Hirnforschung, ich denke jetzt an Gerald Hüther, wenn große Wissenschaftler im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ich denke an Hans-Joachim Marz als Kinder- und Jugendpsychiater, große Leute aus dem Bereich der Medizin, ich denke an Rüdiger Dahlke, oder ich denke an Herrn Böhm. Herr Böhm ist also Chef der Pädiatrie in Bielefeld. Das sind alles keine Dummköpfe, das sind große Leute, die also wissenschaftlich begründet erklärt haben, was Kinder brauchen und was Kinder gefährdet. Und was Kinder brauchen, ist danach klar. Wer sich dafür interessiert, braucht nur reinzugucken, jetzt bei Hüther, was er zuletzt gemacht hat, Wege aus der Angst. Am 22.03. YouTube, Wege aus der Angst. Er hat das sehr schön erklärt, was passiert, wenn bei Kindern etwas unterdrückt wird, was man ihr normales Bedürfnis beinhaltet, sich zu bewegen, sich zu streiten, sich zu raufen. Sich zu umarmen, sich lieb zu haben, sich zu küssen und was weiß ich alles. So, das heißt, unterdrückt man dieses Bedürfnis, dann sind die Kinder sehr wohl, natürlich also, sie können gar nicht anders, anpassungsbereit, unterdrücken dieses Bedürfnis und wenn sie das lange genug unterdrückt haben, taucht es nicht mehr auf. Das heißt, diese Menschen werden also Zombies. Das heißt, sie haben also verinnerlicht, ich muss mich so verhalten, wie ich mich bisher auch verhalten habe, weil sonst bin ich gefährlich für andere. Ich bin nicht gut genug. Das darf ich nicht machen. Und das nehmen sie mit auf ihr späteres Leben und das bedeutet, sie erfahren eine Persönlichkeitseinschränkung, die sogar traumatisierend wirkt. Und sie geben das an die nachfolgenden Generationen weiter. Also das bleibt nicht nur in dieser Generation. Also genau. Möglicherweise, um das mal auf die heutige Zeit konkret anzuwenden, genau. Schaffen wir hier ein Problem, was sich in den nächsten Jahrzehnten, vielleicht sogar im Jahrhundert noch auswirkt. Ist das so? Ja, das ist so, weil wir brauchen nur auf uns zu gucken. Ich habe ein Erbe mit meinen Genen angetreten, das von meinen Großeltern, von meinen Vorfahren geprägt war. Und dieses Erbe heißt, mein Großvater hat das so gesagt, zu mir als Kind, als Zehnjähriger, Subti Dun und Freddy Dick, aber hol den Mul von Politik. Also sauf dich voll und fress dich dick, aber halt die Schnauze, wenn es um Politik geht. Es wird gefährlich. Ja. Wenn du dich die Nase da aus dem Fenster reckst und meinst, du könntest da was machen, dann bist du schneller im Gefängnis, als dir lieb ist. Das also an der Ecke hat er nicht nur gelernt, darauf zu achten, sondern also im Grunde lebenswichtig. Erkenntnis. Und mit dieser Haltung hat er seine Gene vererbt.
an meinen Vater und mein Vater hat sie vererbt an mich. Und natürlich ist meine Schüchternheit im Anfang nicht zufällig gewesen und diese Dinge. Ich habe mich da mühselig herausentfalten müssen. Und auch jetzt noch. Es ist nicht so, dass ich jetzt dieses Gespräch vor einem Jahr hätte so spüren können. Das heißt also, ich musste erstmal überhaupt ein eigenes Standing entwickeln und musste also anfangen zu begreifen, dass ich was zu teilen habe. Ja. Dass es mir vergönnt ist, im Grunde Menschen Mut zu machen. Ah, aber der nächste Schritt im Grunde dann auch wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ja, nun mach das mal. Ja, und dann kommt dann Widerstand. Ja, Pristin oder was weiß ich, vergiss es. Also worauf ich hinaus will, ist, das ist also im Grunde ein Bedürfnis von Kindern, was also hier nicht nur gefährdet sein kann, sondern also die Artikel 1, die Würde des Menschen verletzt, Artikel 2, die körperliche und seelische Unversehrtheit verletzt, massiv verletzt, nachhaltig verletzt. Und den Eltern Artikel 6 die Kompetenz entzieht, für ihre Kinder zuständig zu sein. Und damit also auch noch obendrein die Gefahr liefert, dass Kinder von ihren Eltern zur Unzeit getrennt werden können, durch die Gesundheitsämter oder von wem auch immer, wenn sie in Quarantäne sollen oder was weiß ich, und dann traumatisch, psychologisch, psychisch also getrennt sind. Und das, obwohl durch Studien nachgewiesen ist, dass von Kindern nicht nur keine Gefahr ausgeht, sondern dass umgekehrt die Erwachsenen von den Kindern profitieren, selbst wenn die erkältet weil die sind. Die Immunität mit begünstigen. Weil sie das Immunsystem antriggern, ja, von Erwachsenen. Und wenn die Erwachsenen von den Kindern angenießt werden, kann ihnen nichts Besseres passieren. Weil dann also reagiert ihr Immunsystem und sie... Ist wie eine Impfung sozusagen. Ist viel besser wie eine Impfung. Ja. Das heißt also an der Ecke, also so, das ist klar. So, jetzt kommt die nächste Geschichte. Wenn das klar ist, dann muss man wissen, dass also an der Ecke Artikel 6 Absatz 2 nicht nur den Eltern die elterliche Sorge überträgt, sondern die elterliche Verantwortung, das heißt die Pflicht zugleich. Und das bedeutet, dass also Eltern verpflichtet sind, ihre Kinder so zu führen, dass sie ihre Potenziale entfalten können, dass sie sich frei entwickeln können, dass sie zu gemeinschaftsfähigen Menschen heranwachsen, die konfliktfähig sind. So. Und Eltern ist verboten, genauso ihr Eltern ist verboten, Kinder zu misshandeln. Aha. Das bedeutet, dass Eltern mit ihrer Verantwortung unter der Aufsicht der staatlichen Gemeinschaft steht. So heißt es in Artikel 6 Absatz 2 Satz 2. Also über elterliche Verantwortung wacht die staatliche Gemeinschaft. So, staatliche Gemeinschaft sind wir alle. Das heißt, wir alle haben den Auftrag, in dem Augenblick hinzugucken, wenn Kinder objektiv gefährdet werden, sei es, dass die Eltern es nicht mehr können, weil sie es nicht wollen, oder sei es, dass die Eltern nicht können, weil die Eltern gehindert werden an ihrer eigenen Aufgabe. Beides sind Fallkonstellationen, wo die staatliche Gemeinschaft, also wir alle, zur Hilfe aufgerufen sind, im Interesse von Kindern wie von Eltern. Und jetzt haben wir eine Spezialabteilung des Staates, die sich genau darum kümmern soll. Und diese Spezialabteilung ist nach 19 Absatz 4, ist es glaube ich, Grundgesetz, gegeben, wenn also Eingriffe in Grundrechte erfolgen. Und es gibt sonst nichts von Rechtsprechung, von Judikative, die da helfen kann, dann sind die ordentlichen Gerichte zuständig. Das Amtsgericht ist das ordentliche Gericht. Und beim Amtsgericht ist also dann eine Abteilung spezifisch für Kinder berufen, von sich aus tätig zu werden. Also, es brauchte heute nicht einmal eine Anregung. Der Richter, der also, egal aus welcher Informationsquelle, vom Nachbarn, von wem auch immer, erfährt, dass ein Kind in dieser Weise gefährdet ist, was wir eben angesprochen haben, dann ist der Richter von sich aus gehalten, hinzugucken als amtlich bestellter und besoldeter Vertreter der staatlichen Gemeinschaft. Weil es ein öffentliches Interesse gibt, genau, wie es immer so schön heißt. Ihm ist das verfassungsrechtlich auferlegt. Ja. Und das bedeutet, dass er also im Grunde an der Ecke jetzt auch nicht angewiesen ist, dass ihm irgendeiner eine Meldung macht oder irgendeiner einen Antrag stellt. Nein, wenn er also da einen Hinweis drauf hat, dann müsste er sich drum kümmern.
und müsste sagen, also okay, ich muss da hingucken. Und dann ist mein Job nach 1666 BGB, eine mögliche Gefährdung nicht nur aufzuklären, sondern abzuwenden. Konkret gegen den, der da es gefährdet. Und das meint jetzt nicht, dass ich also den Staat in seine Schranken verweisen muss, dass ich irgendeine Behörde abschießen soll. Nein, es meint, ich muss den Handelnden, der hier im Augenblick, das Kind in diesem Augenblick durch seine Maßnahmen konkret gefährdet, den muss ich stoppen. Und Handelnder ist jetzt, um auf die Situation zu kommen hier, Handelnder ist der Lehrer, der Betreuer, Erzieher. Der Erzieher, der Schulleiter. So, der handelt in einem Rahmen, der nicht dafür vorgesehen war. Ja. Die Schule ist nicht dafür da, also hier Gesundheitsdinge voranzutreiben oder die Leute zu veranlassen, gesundheitlich was weiß ich zu machen. Die Schule ist für was ganz anderes da. Nur um das jetzt nochmal zu verstehen, also die Gerichte müssten eigentlich tätig werden im Interesse der Kinder, im Interesse des Kindeswohls, weil ein öffentliches Interesse besteht und der Richter von sich aus schon mal die Frage stellen müsste, ist denn das alles rechtens, was wir hier auferlegt bekommen an Verordnungen, an Gesetzen, woran jetzt gestrickt wird? Oder widerspricht es vielleicht dem Kindeswohl und auch dem geltenden Recht, also dem Recht, was über den Gesetzen steht? Genau. Ja, es ist tatsächlich so, dass also das Grundrecht, das Grundgesetz, die staatliche Gemeinschaft verpflichtet, sich also um Kinder ganz besonders zu kümmern und um die Familie ganz besonders zu kümmern. Die Familie steht unter einem ganz besonderen Schutz der staatlichen Ordnung, so Artikel 6 Absatz 1. Und Artikel 6 Absatz 2, also das elterliche Recht, Eltern, Kinder zu erziehen, ist also nicht ein schrankenloses Recht, mit Kindern zu machen, was man will, sondern Kinder, so das Bundesverfassungsgericht schon sehr früh, sind Menschen mit eigener Würde. Und mit dem Anspruch und dem Recht auf Achtung ihrer Würde, auf Recht auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Und Eltern, die also verpflichtet sind, ihre Kinder zu betreuen und zu erziehen, müssen sich an diesem Recht des Kindes orientieren. Und dass sie das tun und damit ihnen im Notfall geholfen wird, ist die staatliche Gemeinschaft verpflichtet, darüber zu wachen, wie es in Artikel 6 Absatz 2 heißt. Und das bedeutet, die staatliche Gemeinschaft, das sind wir alle, sind also an der Ecke gefordert, wann immer wir also einen Eindruck bekommen, dass es also Kindern schlecht geht und dass möglicherweise sogar also Gesetze verletzt werden durch das Verhalten von irgendwem, auch von Eltern, dass wir dann also gefordert sind, also das nicht einfach auf sich beruhen zu lassen, sondern uns an den zu wenden, der dafür zuständig ist, das aufzuklären. Und der Staat hat also im Grunde für diese Zuständigkeit gesorgt, indem er also, früher hieß das Vormundschaftsgericht, dafür zuständig erklärt hat, bis 1998 war das so. Und ab 1998 sind diese Zuständigkeiten gewechselt vom Vormundschaftsrichter auf den bereits vorhandenen Familienrichter. Das heißt, erst seit 1998 hat der Familienrichter die Aufgabe bekommen, sich in dieser Form umfassend um Kinder zu kümmern. Das bedeutet also, ohne Antrag, von Amts wegen, jeder ist dazu aufgerufen und jeder ist im Grunde verpflichtet. Und ganz besonders ist einer dazu verpflichtet, der dafür auch noch bezahlt wird. Das ist dann der Familienrichter, der diesen Auftrag bekommt. Also, um das noch festzuhalten, ich brauche jetzt nicht eine dicke Brieftasche. Nein. Und einen guten Anwalt. Nein. Sonstige Voraussetzungen, um hier tätig zu werden oder ich brauche auch keine Angst davor zu haben, dass mein Handeln jetzt irgendwelche Kosten nach sich zieht, sondern ich kann einfach sagen, ich mache da jetzt mal jemanden darauf aufmerksam, dass hier irgendwas schiefläuft und dann muss der handeln, weil es sein staatlicher Auftrag ist. Genau. Und dementsprechend, also auch wenn es vielleicht den einen oder anderen vielleicht jetzt langweilen könnte, ich lese es mal vor, Paragraph 1666 BGB. Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt,
oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. Und Absatz 4, in Angelegenheit der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten treffen. Also es ist nicht so, dass also jetzt hier nur die Eltern auf dem Prüfstand stehen, sondern in dem Augenblick, also wir stehen alle auf dem Prüfstand. Und niemand darf sich also herausnehmen, also ein Kind zu schädigen oder es zu gefährden. Und jetzt komme ich auf einen Punkt, der auch noch weitgehend geschlabbert wird und der also offenbar also völlig unbekannt ist. Das ist das deutsche Strafgesetzbuch. Und im deutschen Strafgesetzbuch steht in § 225 etwas, was also nicht nichts ist. Wer eine Person unter 18 Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die erstens seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, zweitens seinem Hausstand angehört oder von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden ist und so weiter, quält oder roh misshandelt oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht für sie zu sorgen, sie an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren bestraft. Jetzt kommt's noch dicker. Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die schutzbefohlene Person durch die Tat in die Gefahr erstens des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung, das könnte bei der Impferei passieren, oder zweitens einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt. Also schon die erhebliche seelische Gefährdung, dauerhafte Gefährdung, hat der Gesetzgeber zu irgendeinem Zeitpunkt mit einer Strafe von mindestens einem Jahr Freiheitsentzug. Also der Schaden muss nicht mal eintreten, allein Nein. Die Gefährdung. Richtig, allein die Gefährdung reicht, um also im Grunde also diesen Tatbestand also anzunehmen. Und wenn das so ist, und das betrifft dann auch nicht nur Kinder, sondern auch die wehrlosen Leute, die da im Pflegeheim sitzen. Noch eins. Und wenn Eltern jetzt zum Beispiel in irgendwelche Maßnahmen einwilligen, wie das so schön heißt, oder scheinbar einwilligen oder wirklich einwilligen, dann nützt das auch nichts. Warum nicht? Weil nach 228 Strafgesetzbuch diese Einwilligung unbeachtlich ist. Weil sie verstößt gegen die guten Sitten. Weil sie betrifft also die Einwilligung in eine Handlung, die das Kind schädigt oder gefährdet zumindest. Und das ist eine Straftat und da kann einwilligen, wer will, aber das ist nicht zulässig. Weil das Kind ist eine eigene Person mit eigener Menschenwürde und dem eigenen unverletzlichen Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und das bedeutet, an der Ecke, was hier läuft, hat mit Strafrecht nichts zu tun offenbar. Aber ich komme noch zu was anderem. Es geht, wenn das dann nämlich so ist, dann bedeutet das gleich mehreres. Erstens, § 32 des Strafgesetzbuches gibt jedem Menschen, der sich in dieser Weise bedroht fühlt, das Recht, wie es so schön heißt, sich zu wehren. Also ich will es mal deutlich machen. Wenn du jetzt hergehst und willst mir mit dem Stock oder so auf den Kopf hauen, und das ist aber ein ganz dicker Knüppel, und ich bin also ganz in deiner Nähe, dann darf ich dir in die Eier treten, dass du nicht mehr Piep sagen kannst. Und was immer passiert, ich kann dich auch erschießen. Und was dann passiert oder so, wird mir nicht angelastet. Weil das Notwehr war. Genau. Ja. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Und Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Das bedeutet, ich bin in der Situation als Elternteil notwehrberechtigt, weil meinem Kind eine Gefahr droht. Das bedeutet, ich muss mein Kind nicht mehr zur Schule schicken, wo das veranlasst wird. Sondern ich kann sagen, Leute, was macht ihr da? Und mich dann obendrein noch auf die UN-Konvention berufen, die für Deutschland verbindliches Recht ist. Da steht drin, die Vertragsstaaten stimmen darüber, also das ist Artikel 29, stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muss, a, die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen, b,
dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln. C. Dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten und so weiter zu vermitteln. Und D. Das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen, religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten. Das ist die Aufgabe von Schule. Und Schule hat nicht die Aufgabe, sich an die Elternstelle zu setzen und, also, ich sag's mal so, die Rechte des Kindes in der Weise möglicherweise zu verletzen, wie ich es gerade vorgelesen habe. Das bedeutet zweierlei. Das bedeutet für die Eltern, sie haben also ein Notwehrrecht. Das bedeutet für die Lehrer, denen ich auch nichts Böses will. Ich will ganz und gar nicht dafür plädieren, dass also jetzt Eltern bestraft werden, weil das Lehrer bestraft werden oder Eltern bestraft werden, weil das so und so bisher gelaufen ist. Nein, sie wussten es bisher nicht besser, möglicherweise. Oder sie haben also so einen Druck bekommen von oben, dass sie in einer solchen Zwickmühle sitzen, dass sie also im Grunde da nicht anders konnten als bisher. Nur, es gibt für Lehrer eine Vorschrift, die ihnen vielleicht helfen kann, aus diesem Dilemma rauszusteigen. Und Eltern können also die Lehrer auch dabei unterstützen, von dieser Vorschrift nicht nur Gebrauch zu machen, sondern hinter ihnen zu stehen, wenn sie es tun. Ich zitiere, weil das ist ganz wichtig aus meiner Sicht. Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle persönliche Verantwortung. Also, die volle persönliche Verantwortung, was immer in ihrem Bereich, in ihrem Rahmen passiert. Das heißt, ich kann mich nicht berufen auf Anordnung von oben, sondern es ist meine Verantwortung, was ich hier anordne, also ob ich die, zum Beispiel die Maskenpflicht anordne in der Schule, in der Klasse, während des Unterrichts. Es wird noch schlimmer. Deine Verantwortung ist es auch, ob du eine Straftat begehst oder nicht. Das heißt also, wenn das so ist, dass das Kind gefährdet wird durch Maskentragen, Distanz halten, Testung und was weiß ich alles. Wenn das Kind gefährdet wird dadurch, dann bist du der Täter. Und dann bist du verantwortlich dafür, dass du das machst. Und ich kann nicht sagen, ich habe ja nur Anordnungen ausgefüllt. Nein, und das garantiert dir jetzt der 36. Warum? Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnung haben Beamtinnen und Beamte unverzüglich auf dem Dienstweg geltend zu machen. Wird die Anordnung aufrechterhalten? Kannst du die Tür zumachen? Mach mal die. Wird die Anordnung aufrechterhalten, haben Sie sich, wenn die Bedenken fortbestehen, an die nächsthöhere Vorgesetzte oder den nächsthöheren Vorgesetzten zu wenden. Drittens, wird die Anordnung bestätigt, müssen die Beamtinnen und Beamten sie ausführen und sind von der eigenen Verantwortung befreit. Hahaha, denkt man jetzt, alles okay? Nein, jetzt kommt ein Nachsatz. Das gilt nicht, wenn das aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt oder strafbar oder ordnungswidrig ist und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für die Beamtinnen oder Beamten erkennbar ist. Aha. Das heißt, dann sind die nicht frei. Wenn das erkennbar ist, dann dürfen die Beamten, auch wenn der Vorgesetzte sagt, du musst das aber machen, das nicht ausführen. Weil sie tragen die Verantwortung. Es kommt noch schlimmer. Sie tragen nicht nur strafrechtlich die Verantwortung, sie tragen auch zivilrechtlich die Verantwortung. Das heißt, die sind nach dem BGB zum Schadensersatz verpflichtet, dem Kind gegenüber. Das heißt also, und zum Schmerzensgeld. Das heißt also 823 BGB, 839 BGB, 253 BGB weist den Handelnden, der also einen anderen durch seine konkreten Anordnungen schädigt oder verletzt, macht den schadensersatzpflichtig. Inklusive Schmerzensgeld. Und deswegen könnten Eltern jetzt heute schon hergehen und Zivilklagen bei den Landgerichten anhängig machen gegen den Staat, erstmal gegen den Staat, weil von ihm aus Anweisungen existieren, die Beamte oder Angestellte schadensersatzpflichtig machen. Und obendrein könnten die Eltern auch noch hergehen und den jeweiligen Schulleiter oder den jeweiligen Lehrer haftbar machen für also eventuelle Schädigungen. Das sind so Implikationen, die sind also im Recht drin, aber sie werden überhaupt nicht diskutiert.
ich wollte gerade sagen, also darüber redet eigentlich niemand. Nein. Ja? Es ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Also das, was ich wahrnehme, ist, dass das, was ich von ganz vielen Eltern höre und von Lehrern, dass die also mit der Anordnung dieser Maßnahmen durchaus konform sind. Ja? Dass ja. die also gar nicht, also entweder nicht wahrnehmen können oder wollen, was hier läuft, beziehungsweise das sogar richtig finden, weil sie sagen, ja, da ist diese medizinische oder diese Infektionsgefahr und das ist jetzt alles ganz schlimm und deswegen müssen wir das hier jetzt alles mal machen und in 2 Wochen ist das ja vielleicht vorbei. Ja. Und dann geht alles in Gang. Ja, und ich kann die gut verstehen. Ich kann sowohl also die Eltern als auch die Lehrer als auch die Richterkollegen, die also jetzt zum Beispiel da also am Ball sind. Kann ich gut verstehen, dass die also, ich sag mal so, unsicher sich fühlen, das vielleicht tolerieren irgendwo, ohne sich da einen großen Kopf machen zu können. Oder sogar also jetzt als Familienrichter dann sagen, ach, da sind wir ja gar nicht zuständig, das betrifft ja die Verwaltung, weg damit. Schnell also ans Verwaltungsgericht. Oder ich überlege mir noch, ob ich den Eltern nicht noch Kosten aufbrumme, weil die mich da also zu Unrecht hier belatschern. So, ich bin denen ganz und gar nicht böse. Warum? Weil wir haben also eine Rechtslandschaft, wo ich davon ausgehen muss, dass die Rechtsunkenntnis, dass die Kenntnis dieser rechtlichen Zusammenhänge schlicht nicht da ist. Und warum das so ist, hat mit mir aus meiner Sicht etwas damit zu tun, dass unser Rechtssystem sich in den Gesetzen so zersplittert hat, so differenziert worden ist, dass sich niemand, auch der Jurist, nicht mehr ohne weiteres zurechtfindet, was eigentlich nur sein soll oder nicht sein soll. Und erst recht nicht zurechtfindet, wenn er, also ich sag's mal so, in einer Spezialmaterie bisher mit den Sachen nichts zu tun hatte und jetzt plötzlich also mit einer Spezialmaterie zu tun kriegt, die also ganz anders läuft. Und ich will das an meinem eigenen Beispiel deutlich machen. Ich habe also im März letzten Jahres, als das so aufkam, habe ich gedacht, Grundrechtseinschränkung, das geht gar nicht. Und dann ging das doch. Und dann habe ich im April gesagt, Christian, du hast was übersehen. Was ist das? Wo sitzt das? Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe dann verstanden, dass es da ein Infektionsschutzgesetz gibt, was ich bis dahin gar nicht kannte. Dann habe ich versucht, 60 Seiten eng beschriebenes Papier zu lesen. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe vor allen Dingen also nicht verstanden, wo sind die Ermächtigungsgrundlagen konkretisiert? Wo ist es konkretisiert, wann Eltern, also im Grunde wann, also Behörden, das Gesundheitsamt zum Beispiel also hergehen kann und kann Kinder einfach herausnehmen aus der Familie? Wann ist also überhaupt nachgewiesen, dass es überhaupt von einer Infektionsgefahr ausgegangen werden kann? Welche Kriterien sind dafür maßgebend? An wen hängt das überhaupt, dass also hier der Ausnahmezustand ausgerufen werden kann? Und dann bin ich sehr nachdenklich geworden. Da habe ich gedacht, das ist ja komisch. Da ist also das ein Gesetz, das sagt also, okay, wenn also eine gefährliche Situation, ich verkürze mal mit meinen Worten, wenn eine gefährliche gesundheitliche Situation ist, dann darf jemand die Grundrechte einschränken und bestimmte Verordnungen oder sonst was erlassen. Aha, wer denn? Frau Merkel? Nein. Die Regierung? Nein. Ah, der Gesundheitsminister. Nur der ist zuständig. Ja, warum hat denn Frau Merkel was damit zu tun? Was macht die denn da überhaupt da drin? Ach, der ist zuständig. Und wonach soll sich jetzt der Gesundheitsminister richten? Nach dem RKI? Was ist denn das? Das ist ja seine angestellte Behörde. Was ihm weisungsberechtigt ist. Das ist ja, die sind weisungsverpflichtet, ja. ihm untergeben. Ach, das ist ja interessant. Also mein Angestellter sagt mir, wann ich tätig werden soll. Das finde ich gut. Und wer ist da noch drin? Ach, die WHO. Was ist denn mit der WHO los? Ey, das ist ja eine private Organisation. Ach, und wieso? Ja, die ist doch überwiegend privat finanziert. Amerika war da eine ganze Zeit lang ausgestiegen aus dem Unternehmen. Vielleicht sind sie jetzt wieder drin, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, ach so, und dann haben die diese Pandemie-Ausrufung noch verschärft. Das ist früher ganz anders gewesen. Ach so, hochinteressant.
Ich habe dann den Abgeordneten geschrieben, also gegen Ende des letzten Jahres, man hätte es sich einfacher machen können mit dem Infektionsschutzgesetz. Man hätte reinschreiben können mit einem Satz, der Gesundheitsminister wird ermächtigt, alles zu tun, was er möchte. Und die Grundrechte werden eingeschränkt. So, Punkt. Und die Landesregierungen dürfen alles machen, was sie wollen. Das hätte man sich einfacher machen können. Und dabei hat man übersehen, dass wir durch den internationalen Pakt über die bürgerlichen Ehrenrechte, über die bürgerlichen Rechte, uns verpflichtet haben, nur unter ganz engen Voraussetzungen solche Einschränkungen vorzunehmen. Nämlich, wenn wir es mit einem nationalen Notstand zu tun haben, nicht mit nationaler Tragweite. Und was hier passiert, ist ja nicht einmal, dass Infektionen die Grundlage sind oder Todeszahlen die Grundlage sind. Hier sind es Testungen, von denen nicht einmal der Hersteller überzeugt ist, dass sie auch nur andeutungsweise eine Infektion nachweisen können. Ach nee. Auf Vermutung basierte Grundrechtseinschränkungen, na das ist ja toll. Also worauf ich hinaus will, ist, dass also im Grunde wir in eine Situation geraten sind, wo, also ich will da keine Anklage mit verbreiten, wo wir auf dem Hintergrund von Rechtsunkenntnis von rechtlichen Zusammenhängen, hineingeraten sind in Meinungen. Das heißt also Meinungen, die dann also im Grunde gleichgesetzt werden mit, ja so ist das. Und dass die eine Seite dann versucht ist, also die andere mit ihren Meinungen zu unterdrücken. Das ist so die momentane Situation aus meiner Sicht in der Spaltung. Dass also im Grunde derjenige, der die Macht hat, also im Grunde gar nicht erst hochkommen lassen will, wenn da jemand was dagegen hat. Und so sieht es auch aus mit den Entscheidungen jetzt im Augenblick hier bei den Gerichten. Das heißt, da sind also Richter, die sagen, ja, wir gucken hin. Wir holen uns sogar noch Gutachten dazu ein. Wir stellen also mit drei Gutachten fest, dass hier in hohem Maße das Kind in seiner Entwicklung gefährdet ist. Okay, ausführliche Gutachten werden in diese Beschlüsse mit eingebunden und sagen dann, ja, liebe Schule, das geht überhaupt nicht. Ihr habt das zu unterlassen. So, jetzt kommen plötzlich also Stimmungen auf. Wie kann dieser Richter, das ist ja eine Einzelmeinung, wie kommt er überhaupt dazu? Ach, der kommt dazu, weil Prestin da also irgendwo in sein Internet da so bestimmte Anregungen reingeschrieben hat und weil der die Eltern aufgefordert hat, kümmert euch, macht das mal. Jetzt haben das Eltern gemacht und jetzt ist er darauf reingefallen und macht das auch noch so. Ach so? Auf die Idee zu kommen, zu sagen, guck mal rein in die Anregungen. Die müssen ja gar nicht sein. Ich habe nur da zusammengestellt im Grunde, weshalb Eltern nicht nur berechtigt sind, sondern verpflichtet sind, ihr Notwehrrecht zugunsten des Kindes auszuüben. Und das bedeutet im Grunde, sich dann an die Gerichte zu wenden, denn der arme Richter ist nicht darauf vorbereitet, hier solche Sachen gegen den Staat zu machen oder gegen Schulleiter oder gegen Lehrer oder sowas zu machen. Aber ehrlich gesagt, ich habe mich gefragt von Anfang an, als es anfing mit den Grundrechtseinschränkungen, ja, und es also auch für mich erkennbar war, dass das wahrscheinlich eine Weile so geht, dass das nicht mal jetzt müssen wir zwei Wochen ganz brav sein, sondern das war schon für mich im Frühjahr letzten Jahres erkennbar, dass das sich etablieren wird. Da habe ich mich gefragt, wo sind die Juristen? Wo? Ja, da will ich jetzt dazu. Ja. Und ich habe mich auch gefragt, schon früher, als ich in der Schule Dinge gelernt habe über den Nationalsozialismus, wie der sich etablieren konnte. Ich habe mich gefragt, wo waren die Juristen? Es gab doch ein geltendes Recht und man hätte doch eigentlich mit rechtlichen Mitteln das alles verhindern können. War meine naive Vorstellung. Du hast völlig recht, aber das hat was mit unserer Staatsaufstellung zu tun. Also wir Juristen haben zwar eine einheitliche Ausbildung genossen, aber diese Ausbildung ist, ich sag's mal so, ich habe es ja schon gesagt, einerseits darauf ausgerichtet, wenn du so willst, also in die Vergangenheit zu gucken, kritische Situationen retrospektiv anzuschauen und dann den Rechtsfrieden durch endgültige Entscheidung herzustellen oder zu bestrafen oder was weiß ich. Da wird also Vergangenheitsbewältigung steht im Vordergrund. Oder es steht im Vordergrund die endgültige Definition von Verträgen oder von, was weiß ich, Schädigung oder was weiß ich. So. Das ist unser Ausbildungsstandard. Wir sind also auch nicht annähernd
darauf vorbereitet, als Juristen in einen Bereich reinzugehen, wo es nicht um die Vergangenheit geht, sondern wo es um die Zukunft geht. Wir sind keine Propheten. Wir sind nicht darauf vorbereitet, im Grunde also die psychologischen Bedeutungen von Eltern oder von Rahmenbedingungen auch nur annähernd auf dem Schirm zu nehmen, geschweige denn in unserer Arbeit verwerten zu können. Wir haben kein Gefühl dafür. Wir haben das nicht gelernt. Jetzt, was kann man da machen? Ja, jetzt kommt noch was, bevor ich dazu komme. Der Familienrichter ist jetzt, dadurch, dass das vom Vormundschaftsrichter, Spezialrichter auf den Familienrichter gewechselt ist, ist er nochmal in eine erschwerte Position gekommen. Warum? Weil 80% seiner Tätigkeit hat mit Kindern nichts zu tun. Ja. Da geht es nur um Kohle, um Vermögen, um Rente, um Scheidung, um Krieg und Gewalt und was weiß ich. Und da kommt ihm, werden dann also noch unterschoben, eben so Kindergeschichten. Ja, er hat weder die Ausbildung, noch hat er im Grunde bei dem Aktenstapel also die Muße, sich darum zu kümmern. Und dann steht er da wieder Ochs vom Berg. Und jetzt passiert etwas, dass er jetzt sagt, wer kann mir helfen? Und dann beauftragt er, also sei es das Jugendamt, obwohl die gar nicht zuständig sind, es ist keine Ermittlungsaußenstelle von ihm, oder er beauftragt einen Sachverständigen und sagt, sag mir mal, wie geht das? Aber wie kann ein Richter die Verantwortung übernehmen, wenn er nur das verlagert inhaltlich auf einen Dritten, die Bewertung? Der Dritte ist dann der Richter. Das bedeutet, unsere Aufstellung ist schief. Und jetzt kommt noch was. Wir als Richter treten an mit der vielleicht längsten Probezeit, die man sich vorstellen kann. Bis zu 5 Jahren können wir in der Probezeit hängen. Sind dann versetzbar, hin und her schiebbar. Wir werden also sozialisiert durch Beurteilungen der Verwaltung. Das heißt, der Chef des Gerichts beurteilt dich, ob du also jetzt schnell genug arbeitest, ob du deine Sachen schnell genug erledigst und sonst was alles. So, und auf diesem Hintergrund, wenn du befördert werden willst, dann musst du dich nach einer Decke strecken, entsprechende Beurteilung kriegen. Und das bedeutet an der Ecke, dass man in der Tat formell frei ist, aber richtig frei. Und dann kommt noch eins, dann ist der Familienrichter eine Einzelperson. Wenn ich als Einzelperson tätig werde, habe ich Schwierigkeiten in dem Augenblick, in dem ich in einer Gruppe bin, die also anders tickt. Schon verändert sich das Bild. Und schon habe ich Schwierigkeiten, mich durchzuhalten. Ich habe das erlebt, weil ich war Jugendrichter, Einzelrichter. Ich war Vorsitzender eines Schöffengerichts, Jugendschöffengerichts, Kollegialrichter. Ein himmelweiter Unterschied. In dem Augenblick, wo ich ein Kollegialgericht habe, sind wir 3 Richter. Und da kann der Staatsanwalt sich aufkröppen, so viel er will. Wir können ihn stoppen. Wir können also ihnen sagen, weißt du was, lieber Staatsanwalt, hier bist du über die Grenze gegangen. Du hast Verhörmethoden hier bei uns. Das habe ich gemacht. Hast Verhörmethoden hier also angezettelt, deswegen unterbrechen wir jetzt. Du brauchst nicht weiterzureden, der Angeklagte wird freigesprochen. Wegen unzulässiger Verhörung. Oh. Also ich bin nicht mit der deutschen Richterschaft per Du, sondern mit Hans-Christian Prestin schon. Wir haben uns kennengelernt im Rande einer Veranstaltung da war es Umgang, dass man sich duzt und deswegen wollten wir das auch hier nicht ablegen, diese Vertrautheit, die wir da geschaffen haben. Und ich wollte unbedingt dieses Interview hier führen, weil ich der Meinung bin, dass das so eine Brisanz hat und so eine Wichtigkeit hat, was der Hans-Christian Prestin hier für eine Arbeit leistet. Einmal im Hintergrund zu diesem Weimar-Urteil und dann auch um den Eltern ein Werkzeug an die Hand zu geben, was sie ermächtigt, ohne Kosten die Lehrer, die Schuldirektoren in die Lage zu versetzen, tätig zu werden. Und zwar dahingehend tätig zu werden, dass diese Maskenpflicht für die Kinder, für die eigenen Kinder, für die anderen Kinder beendet wird, dass die Abstandspflicht beendet wird, dass die Testpflicht beendet wird. Und dahin müssen wir gehen. Und Hans-Christian, du wirst uns erklären, wie das geht.
Ja. Man findet es auf deiner Seite, ja. abckindesvertretung.de. Mhm. Dort kann man sich die Dokumente herunterladen. Aber ich bin der Meinung, wenn das nochmal ganz einfach erklärt wird, mit ganz einfachen Worten, sodass wir den Menschen wirklich, die nach Hilfe suchen, nach dem Strohhalm hangeln sozusagen, nochmal ganz deutlich machen, wie es funktioniert. Also das sind ja wirklich also Muster, die man gebrauchen kann oder es auch mit eigenen Worten verändern kann, ausfüllen kann. Auch man muss das gar nicht hier der Reihe nach genauso durchspielen, wie das hier von mir skizziert worden ist. Hier sind aber aus meiner Sicht also wichtige Punkte reingekommen oder reingenommen worden von mir, die dem jeweiligen Kollegen Richter helfen können. Ich sag's mal so, aus seinem relativ beengten Perspektivmoment als Familienrichter derzeitig, den Blick zu erweitern auf das Recht, was den Gesetzen zugrunde liegt und was aus seiner Arbeit eigentlich erstmal überhaupt Sinn und Zweck verleiht. Das heißt also, wo also er dann erkennen kann, das ist also nicht nichts, was ich hier zu tun habe, sondern das ist also zentrale Aufgabe des Staates, Kinder in ihrer Entwicklung zu schützen, weil sie selbst noch nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Und Kinder auch dann zu schützen, wann auch immer eine Gefährdungslage für sie oder zu ihren Lasten entsteht. Also dafür eben den Blick zu schärfen und dafür im Grunde etwas zu tun, was dem Richter oder auch jedem anderen Juristen in seiner normalen Arbeit nicht ständig auf dem Tisch liegt. Das sind also im Grunde Dinge, die also dem Gesetzen zugrunde liegen und wonach sich also unser aller Denken eigentlich ausrichten soll. Und diese Dinge sind auch nicht so leicht veränderbar, indem also einfach mal ein Gesetz geändert wird oder anders geschrieben wird oder was weiß ich. Sondern es handelt sich dabei in der Tat um Grundrechte. Die habe ich dann aufgelistet hier, worum es geht in diesem Schreiben. Also ob das das Achtung der Menschenwürde ist, Artikel 1, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 6, auf Erziehung und Betreuung durch die Eltern, auch im Hinblick auf Gesundheitsvorsorge und so weiter. Und dann aber im Grunde eben nicht nur es dabei zu belassen bei den Grundrechten, die hier also durch dieses einfache Gesetz möglicherweise mit zu Recht oder nicht zu Unrecht eingeschränkt worden sind, sondern zu sagen, Moment, das steht wiederum auf dem Hintergrund von internationalen Konventionen, an der sich deutsches Recht überhaupt zu orientieren hat. Und dass die Menschenrechtskonvention ist von Europa oder ob das jetzt hier die UN-Konvention über die Rechte des Kindes ist. Das hat natürlich zentrale Bedeutung. Und da also einfach das Bewusstsein zu wecken, wirklich mal da drauf zu gucken, reinzuschauen und nicht einfach drüber wegzugehen. Zum Beispiel, dass Artikel 3 der UN-Konvention vorschreibt, dass das Kindeswohl, also die körperliche, seelische, geistige Gesundheit, bei allen Maßnahmen vorrangig zu berücksichtigen ist. Egal, was der Gesetzgeber macht oder der Staat macht, hat das vorrangig zu berücksichtigen. Artikel 16. Das Verbot willkürlicher oder rechtswidriger Eingriffe in das Privatleben des Kindes, seiner Familie, seiner Wohnung. Artikel 16. Auf Rechtsschutz gegen Übergriffe. Artikel 19, also die in die elterliche Verantwortung einwirken. Artikel 19, auf besonderen Schutz vor körperlicher, geistiger oder seelischer Gewaltanwendung. Artikel 28, 29, das Recht auf eine dem Kind gerecht werdende Beschulung unter Achtung der Menschenwürde des Kindes und bei der Beschulung unter Einhaltung konkreter Ziele von Beschulung. Jetzt ganz wichtig, Verbot der Folter, erniedrigender Behandlung, Artikel 37a. Und besonderer Rechtsschutz zu gewährleisten, wann immer das bedroht ist. Also das alleine ins Bewusstsein. Zu gewährleisten heißt dann wieder tätig zu werden, wenn das irgendwo gefährdet ist. Es geht sogar noch weiter. Hier haben wir Deutschen uns verpflichtet, im Grunde dem Kind innerhalb von 24 Stunden im Falle einer Freiheitseinschränkung Rechtsschutz an die Seite zu stellen, auch gegenüber dem Gericht. Aber für das Gericht hat das natürlich unmittelbare Bedeutung alles, weil das Gericht hat seine Maßnahmen und seine Gesetzesauslegung an diesen Vorschriften zu orientieren und hat das Gesetz so auszulegen, dass es hier in Einklang steht mit diesen Dingen.
Und das bedeutet, wann immer also das Gesetz scheinbar dem widerspricht, muss der einzelne Richter verfassungskonform auslegen. Okay. Und jetzt kommt allein beim Grundgesetz noch dazu. Jede einschränkende Maßnahme, die in das Grundrecht eingreift, muss für sich erkennbar machen, dass A, eine Gefährdungslage nachgewiesen ist, die also vollzogen werden kann, also dass eine aktuelle Gefahr konkret so nachgewiesen ist. Dass die nachgewiesen ist. Also ich kann nicht sagen, also wir haben jetzt was ganz Gefährliches, möglicherweise reicht wird nicht. Das noch. Das reicht nicht. Reicht nicht. Die muss nachgewiesen sein, festgestellt sein. Ja. Aber das reicht nicht einmal, das würde reichen. Nicht einmal die Tatsache, dass also eine Gesundheitsgefahr jetzt konkret nachgewiesen ist, reicht nicht, wenn nicht gleichzeitig auch abgewogen ist oder gleichzeitig festgestellt ist, so muss ich sagen, welche Folgen die Maßnahme selbst hat. Sind diese Folgen für das Kind, betroffene Kind, genauso schlimm in der Auswirkung wie also die angebliche Gefährdungslage, dann haben die Maßnahmen zu unterbleiben. Das heißt schon, wenn also ich nicht weiß, also was wiegt jetzt schwerer, das eine oder das andere, darf ich die Maßnahme nicht treffen. Okay. Okay. Das ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der also hier überhaupt nicht beachtet ist aus meiner Sicht, weil nicht immer es Feststellungen gibt zu einer effektiven Gefährdung. Die Testverfahren bringen das nicht. Willst du noch was sagen? Ja, ich wollte jetzt nur... Ansonsten, um das zusammenzufassen, ja. Du gibst sozusagen dem Familiengericht eine... Eine Hilfe. Eine Hilfe. Ja. Um tätig zu werden. Naja, einfach um nachzugucken nochmal, also im Grunde, was ist das eigentlich für ein Hintergrund, auf dem ich hier arbeite und was ist es für das Kind und so und da so. Und jetzt kommt der nächste Punkt und ich habe Artikel 6 und ich bin verpflichtet, ich habe vor § 1666 zitiert, ich bin verpflichtet vom Gesetz her, von den übergeordneten Recht her, sofort aktiv zu werden, wenn eine Gefährdung effektiv auf dem Tisch liegt. Und das kann kein Zweifel unterliegen, dass das also hier eine Gefährdung ist. Ob das jetzt Gerald Hüther ist, ob das die Bücher von Marz sind oder ob das wer auch immer ist. Das ist also ganz klipp und klar gestellt, dass das, was hier durch die einschränkenden Maßnahmen passiert, eine konkrete Gefahr ist für Kinder, für die Entwicklung. Gut, das haben wir also auf der Seite des Familiengerichts. Ja. Jetzt haben wir den anderen Hebel, der gleichzeitig angesetzt wird. Die Schule. In Richtung der Schule, ja. Der Kita, ja. Der Einrichtung, wo ja. Die Kinder betreut werden. Und da ist es so, dass ich also den Menschen also einmal deutlich mache, dass sie also die Schule als Kooperationspartner ansprechen. Das finde ich ganz wichtig. Ja, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, ja. Dass also man nicht die Schule verklagt, nein. Dass die also das alles nicht machen nein. Dürfen und ihr seid die Schuldigen, ihr seid die nein. Bösen. Also ich gehe davon aus, jeder Lehrer ist also im Grunde von Haus aus, von sich aus bemüht, das Beste für das Kind zu tun. Und kein Lehrer kommt von sich aus auf die Idee zu sagen, Schule muss jetzt für Gesundheit sorgen. Und Schule muss jetzt also hier auch alles ausführen, was vielleicht also gesundheitlich sinnvoll ist oder sonst was alles. Würde kein Lehrer machen. Dass die Lehrer also im Grunde in diesem Augenblick in dieser Situation sind, dass sie... Ich sag mal so, auf die Maskenpflicht schauen, auf die Testungen schauen, auf sonst was schauen, hat was damit zu tun, dass sie also von oben her angeordnet, Anordnungen vorfinden, die sie scheinbar dazu verpflichten. Und da möchte ich die Lehrer im Grunde unterstützen, und möchte den Eltern helfen, auch ihrerseits, die Lehrer zu unterstützen, indem Eltern also sich also an die Lehrer wenden und mit denen schreiben, die auch im Internet stehen, die Eltern aufmerksam zu machen, die Lehrer aufmerksam zu machen auf die UN-Abkommen, auf ihre Verpflichtungen, das also richtig schulisch zu machen, aber auch auf ihre Möglichkeiten, sich gegen Dinge zu wehren nach oben, die also Kinder verletzen und auch damit sie selbst verletzen. Das heißt also, auch Lehrer haben ein Notwehrrecht. Ja. Wenn sie also angewiesen werden, und das sagt jetzt eben dieser Beamtenstatusgesetz, der Artikel, der § 36, da sind Lehrer nicht nur berechtigt, sondern im eigenen Interesse verpflichtet zu sagen, nein, wenn und soweit aus ihrer Sicht eine Gefahr für Kinder damit verbunden ist.
Das ist nicht Ihr Job. Sie haben einen ganz anderen Auftrag und Sie sollen wie Schuster bei seinem Leisten bei Ihrem Auftrag bleiben und ermutigt werden, ja. Von den Eltern auch ermutigt werden, im Grunde hier zu sagen, oh ja, das machen wir nicht. Und dann also an der Ecke wirklich also auch meinetwegen also unsere Hilfe in Anspruch nehmen oder Rechtsanwälte in Anspruch nehmen, die dann also Ihnen Sie unterstützen, falls da in irgendeiner Weise das doch mit großem Druck abläuft. Das ist dann aber Aufgabe der Lehrer für sich da tätig. Die müssen für sich selber sorgen. Jetzt nochmal zu den, also ich bin jetzt Eltern oder ich bin jetzt Vater meinetwegen eines Kindes und ich möchte jetzt tätig werden. Ich lade mir also von der Seite abckindesvertretung.de lade ich mir diese Dokumente herunter. Man findet das dort unter Downloads oder? Genau, unter Downloads, also Musterschreiben. Das kann man abändern, man kann das also auch so vielleicht nehmen, ausfüllen und dann an die Schulen schicken. Man kann aber also auch ich lade mir das runter, dann drucke ich mir das aus oder ich bearbeite das mit einem, mit einem Textbearbeitungsprogramm und nehme dort die Sachen raus, die nicht zutreffend sind. Oder wo man es anders schreiben möchte, ganz wenn man es anders formuliert und schicke das einer an die an den Lehrer, an die Lehrerin oder die Schulleitung. Genau. Und das andere schicke ich ans Familiengericht und das Schreiben, was die Lehrer bekommen oder was der Direktor bekommt, da steht schon drin, dass ich mich auch an das Familiengericht gewandt habe. Das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt schon drin steht, aber ich würde in beiden Fällen, ja, das kann sein. Ich würde also in beiden Fällen, die jeweilige Durchschrift des parallelen Schreibens an die andere Stelle gleich mitschicken. Was war nochmal dein Part bei dem Urteil von Weimar? Du hast uns, als wir uns kennengelernt haben, hast du mir erzählt, oder hast du uns erzählt, wir waren ja viele Leute dort, und du hast uns gesagt, also es gibt jetzt momentan eine Entwicklung, die Hoffnung macht, weil möglicherweise da ein Hebel verlängert wird, der hier eine Sache zum Kippen bringen könnte. Du hattest kaum eine Stunde den Raum verlassen, da tickert das auf allen Handys und hier gibt es ein Urteil in Weimar. Und das ist bahnbrechend möglicherweise. Jetzt hören wir relativ wenig davon, aber im Hintergrund werden Fäden gezogen und werden Hebel angesetzt. Wird dieser Hebel angesetzt? Erklär uns noch kurz was dazu, was dein Teil dabei war. Also mein Teil, der steht im Internet. Das sind also diese Anregungen für solche Verfahren. Ja. Es gibt dann noch die Gruppe Richter und Staatsanwälte, kritische Richter und Staatsanwälte. Ja. Da sind diese Dinge also auch angesprochen worden, diskutiert worden, was Kinder brauchen, was Kinder nicht brauchen. Und so, und jetzt habe ich also im Grunde also Werbung betrieben, also Verfahren loszutreten, wo immer es geht. Und hier also die Richter zu unterstützen, im Grunde wirklich hinzugucken. Es geht nicht darum, dass da schon die Meinung existiert, so muss das jetzt sein, aber zumindest also sowas in Gang zu bringen. Ja. Dass also im Grunde jetzt bei Kindern geguckt wird, was bei Erwachsenen bisher nicht gut funktioniert hat. Mhm. Weil die Verwaltungsgerichte aus welchen Gründen auch immer gesagt haben, ach nee, das ist nicht so wichtig oder was weiß ich. Das heißt also, hier geht es darum, dass Kinder andere Bedürfnisse haben als Erwachsene, dass Kinder also an der Ecke mehr gefährdet sind und überhaupt gefährdet sind als Erwachsene und dass wir von Staats wegen verpflichtet sind, was zu tun. Mhm. Und diese nach Artikel 6 gegebene Verantwortung bei mir, bei den kritischen Richtern für Staatsanwälten, die das also ganz konzentriert auf dem Schirm haben und uns insofern im Verbund, dass wir also an der Ecke diese Dinge mit angestoßen haben und so gesehen also eigentlich nur warten konnten, bis also jemand da ist, der also im Grunde bei Richtern landet, die also dafür nicht nur offen sind, sondern die also bestimmt und diese Perspektive haben, das zu überprüfen. Und dann haben jetzt also hat jetzt der, das habe ich dann wahrgenommen, dann wurde jetzt also im Grunde von dem Weimarer Kollegen wurden also Sachverständigen eingeschaltet. Die kannte ich teilweise noch gar nicht. Also das habe ich erst, nachdem er den Beschluss also gemacht hat. Ich kannte die schon vom Corona-Untersuchungsausschuss, da waren die schon tätig. Ja, Kuhbandner war mir ein Begriff, aber
Aber die beiden anderen habe ich also persönlich nicht also auf dem Schirm gehabt. Und jedenfalls war ich dann also überrascht über den Beschluss, den ich also bevor wir da ins Gespräch kamen, habe ich davon gehört, dass das also jetzt so einen Beschluss gibt, aber kannte ihn auch noch nicht richtig. Und ich war überrascht von dem Beschluss, insofern als der Kollege sich da also die Mühe gemacht hatte, die Gutachten, das ist völlig ungewöhnlich, die Gutachten in völliger Bandbreite im Beschluss zu zitieren. Ja. Das ist also deswegen auch hervorragend, weil also an der Ecke also das also eine Öffentlichkeit bekommen hat, dass das also nicht nur irgendeine Feststellung ist von irgendeinem Gutachter oder was weiß ich, sondern das ist eine Feststellung eines Sachverständigen, der im gerichtlichen Verfahren hier unter Wahrheitspflicht steht und dem Gericht also ein Gutachten abliefert. So, und das wird also 1:1 übertragen. Und damit ist das also eine riesengroße Hilfe aus meiner Sicht für jeden. Ob das die Eltern sind, ob das die Lehrer sind, ob das die Richter sind, Kollegen sind oder die Anwälte. Es ist für jeden eine riesengroße Hilfe, weil im Grunde man muss nicht mehr lange suchen. Man kann sagen, oh, was steht denn da drin? Ah, das ist ja interessant. So. Und diese Zusammenstellung oder so, das ist deswegen ein Knackpunkt, weil also aus meiner Sicht daran niemand vorbeikommt. Ich kann Meinungen äußern, so viel ich lustig bin. Ich komme mal an Artikel 97 nicht ganz vorbei, wonach also nämlich also die rechtsprechende Gewalt unabhängigen Richtern anvertraut ist. Und wenn ein unabhängiger Richter, aus welchen Gründen auch immer er jetzt dazu gekommen ist, Ermittlungen anzustellen, aber nach dem Gesetz machen kann, was er möchte, er kann zum Telefonhörer greifen, er kann mit jedem, also wenn es um Kinder geht, kann ich also völlig freie Ermittlungen veranstalten. Es gibt keine Beteiligten, die ich da groß hören muss. Es geht sogar noch weiter. Wenn ich also zum Kinderschutz eine vorläufige Anordnung mache, dann hat keiner die Möglichkeit, sich dagegen zu beschweren. Das heißt, diese einstweilige Anordnung ist eben als Eilmaßnahme im Interesse des Kindes verbindlich. Und da kommt keiner dran vorbei. Okay. Und das bedeutet, also jetzt kann ich natürlich sagen, ach, das ist ja Weimar. Aber wenn ich noch bis drei zählen kann, ja, Weilheim hat es zum Beispiel anders gemacht. Weilheim hat gesagt, also nicht alle Kinder dieser Schulen, sondern diese Kinder, die jetzt konkret das angeregt haben. Ja. Das ist okay, das ist auch in Ordnung, dass die Kollegin das also jetzt so auf diese Kinder fixiert hat. Und trotzdem gilt das für mich sofort auf alle Kinder, die in dieser Schule sind. Da spielen die Anregenden aus meiner Perspektive überhaupt keine Rolle. Und es spielt auch gar keine Rolle, ob das jetzt die Schule in Weimar ist oder in Pusemuckel oder sonst wo. Das ist also im Grunde nüchterne Darlegung von Gefährdungslage für Kinder durch ganz allgemein konkretisierte einschränkende Maßnahmen. Und diese Gefährdungslage bestehen nach Adam Riese überall gleichermaßen. Und es kann sich niemand rausziehen und kann sagen, ach, das gilt ja dann nicht. Mhm, okay. Das versuchen so manche Kollegen, die da nicht genau hingucken, versuchen das so zu machen, dass sie sagen, das gilt ja nicht. Oder Regierungen von Ländern. Das haben wir gesehen in Sachsen. Also ja. Die Landesregierung erstmal sagt, naja, das ist ja nicht verbindlich und wenn dann nur für diese Schule. Aber dazu will ich was sagen. Das spricht für sich. Warum? Dass die Exekutive meint, sich ganz schnell über die Judikative zu erheben. Das heißt, wir haben gar keine Gewaltentrennung, wenn das richtig ist. Das heißt also, die Exekutive hat das Gesetz eingebracht. Die Exekutive ist beim Gesetzverfahren dabei. Die Exekutive führt das Gesetz aus und die Exekutive bestimmt, wer der Richter ist. Wunderbar. Wofür brauchen wir die Institutionen dann? Wofür brauchen wir denn die Judikative? Ja. Wofür brauchen wir Artikel 97? Ich darf das mal ganz kurz zitieren. Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter können wider ihren Willen nur Kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben werden. Aha, und so weiter. Das heißt, da steht auf dem Papier, wenn und solange Exekutive sagen kann, ach, das hat ja nur ein Richter entschieden, geschenkt.
Das heißt, das spricht für sich und das bedeutet an der Ecke, wir alle sind also jetzt gefordert, entweder weiterzumachen wie bisher oder zu sagen, Leute, was haben wir eigentlich für eine Aufstellung? Demokratie lebt nicht von Gewaltenkonzentration, Demokratie lebt von Gewaltenteilung. Das bedeutet also im Grunde, die Exekutive sitzt nicht ständig mit der gesetzgebenden Gewalt zusammen und überwacht gewissermaßen jede Diskussion, die Gesetzgeber machen. Nein, der Gesetzgeber muss das erstmal selber machen. Und dann ist erstmal die Exekutive dran. Und wenn die Exekutive dran ist, dann hat sie wiederum nichts damit zu tun, dass da die Justiz dann sagt, ach, das hast du aber fein gemacht. Nur leider ist es nicht rechtens. Und diese Kleinigkeiten, die werden jetzt evident und die setzen uns in die Lage, als Bevölkerung zu sagen, wollen wir das so? Oder soll alle Staatsgewalt, die vom Volke ausgeht, mit der Wahl dann auch wirklich weg sein? Irgendwo? Und wir müssen das dann tun, was die Staatsgewalt sagt? Oder ist da mit ernst zu nehmen, dass die Staatsgewalt beim Volke ist? Und dass wir jederzeit im Grunde sagen können, ach, das gefällt uns aber nicht. So haben wir es nicht gemeint bei der Wahl. Ja, aber das wollte ich nur sagen zum Abschluss. Also so gesehen sind wir alle gefordert, uns jetzt Gedanken zu machen, wie wir, nachdem das dann vielleicht irgendwann mal erledigt ist hier, ganz egal, was jetzt also Freitag beschlossen wird, das ist für mich fast zweitrangig, ganz egal, was da beschlossen ist, was wir denn für Ideen haben, wie wir das dann hinkriegen, dass wir eine Demokratie kriegen. Hans-Christian Prestin, vielen Dank für diese ausführlichen Mitteilungen zu deiner Arbeit, zu diesen Werkzeugen, die wir hier in die Hand bekommen haben. Wir haben die Fragen gestellt, die für uns wichtig waren, die wir beantwortet bekommen müssen. Und wir haben diese Informationen jetzt weiterzuleiten und an die Lehrer, die Erzieher, die Schulleiter, die Kita-Leiter jetzt mit diesen Informationen zu versorgen. Jetzt gibt es zu dem, was Volkmar gesagt hat, die praktische Handlungsanweisung. Wir öffnen im Browser die Internetseite abc-kindesvertretung.de, dort die Unterseite Downloads. Da finden wir vier Dokumente. Das vierte Dokument ganz unten ist nur eine Erläuterung. Hier, Mustervorlage 1 geht an das Amtsgericht, Mustervorlage 2 geht an die Schule und Vorlage 3 an die Kita. Das vierte Dokument sind nur Erläuterungen. Ich speichere mir alle vier Dokumente ab, dort, wo ich sie auch wiederfinden werde, hier in dem Fall auf meinem Desktop. Und dort werde ich die Dokumente gleich editieren und auf meine Bedürfnisse zuschneidern. Die Handlungsanweisungen können natürlich entfernt werden aus dem Dokument. Alle vorgesehenen Formularfelder, hier in dem Fall der Name, müssen natürlich ergänzt werden, denn sonst ist das Schreiben auch gegenstandslos. In meinem Fall Berlin und irgendein fiktives Datum. Herr Prestin hat viel für uns vorgearbeitet, dennoch müssen wir ein paar Sachen ändern. Ich muss zum Beispiel mein entsprechendes Amtsgericht jetzt recherchieren. Ich muss jetzt einmal suchen, wie die genaue Anschrift lautet. Dazu öffne ich halt meinen Browser, so wie wir das täglich hunderte Mal machen. Die Internetseite berlin.de sollte hier recht aktuell sein. Die kann ich in dem Fall empfehlen. Und da haben wir auch schon das Amtsgericht Mitte. Jetzt kann man sich durch die Internetseite klicken. Ich mache den kurzen Weg, denn ich sehe da oben Gerichte und hoffe, ja, dort finde ich jetzt sämtliche Gerichte aus den Stadtbezirken. Für mich ist Köpenick zuständig und so werde ich das Amtsgericht Köpenick, die Adresse zumindest von dort, herauskopieren, denn über diese Adresse erreiche ich auch das Familiengericht. Das Ganze füge ich jetzt in mein Dokument ein. Wie bereits erwähnt, das Dokument ist recht weit vorgearbeitet worden. Wir müssen nur halt diese Kleinigkeiten hier abändern. Ich werde jetzt gleich eine Zeitraffer machen, denn ich möchte euch nicht damit langweilen, wie man ein Formular ausfüllt. Hier nun die alternativlosen Word-Anpassungsmaßnahmen, wie das jetzt im neuen Sprech heißt.
ein paar Sachen rauskürzen. Das Amtsgericht doppelt das N in Berlin. Genau, kürzt raus, was nicht zutrifft. Die Angabe des Namens und des Geburtsdatums des Kindes sind natürlich für das Familiengericht hilfreich, um dann auch genau tätig zu werden. Denn das Familiengericht muss ja tätig werden, haben wir gelernt. Wer anregt, da einmal zu prüfen, bitte auch den Lehrer und die Betreuer nennen und vor allem, wo ihr das Ganze vermutet, beziehungsweise wo euch diese Kindswohlgefährdung aufgefallen ist. Damit ist nun alles angepasst, was man in diesem Dokument anpassen kann, inklusive der Unterschrift, die man natürlich nicht vergessen sollte. In den Dokumenten an die Schule oder die Kita gilt genau das Gleiche. Oben das recht wenig auszufüllen, unten die Unterschrift drunter, das Ganze dann an die Schule senden, die Lehrerin natürlich nennen und hier die entsprechende Kita und den Betreuer benennen und auch die Kita und den Betreuer bzw. die entsprechenden verdächtigten Personen selbst auch anschreiben. Wir möchten kein Keil in die Gesellschaft treiben, dafür sind andere Menschen da. Wir möchten darauf hinweisen, denn die Gesundheit der Kinder liegt uns am Herzen. In dem Zusammenhang recht herzlichen Dank, ein ganz großes Dankeschön an den Familienrichter AD, an den Friedensrichter unserer Zeit, Hans-Christian Prestin. Vielen Dank, wir werden das Werkzeug, das uns jetzt in die Hand gegeben wurde, selbstverständlich nutzen. So, liebe Freunde der Freiheit, Hans-Christian Prestin hat eine tolle Vorarbeit geleistet. Wir haben euch erklärt, wie es funktioniert und jetzt seid ihr gefragt. Druckt euch die Sachen aus, schickt sie ab. 10,9 Millionen Schüler in Deutschland bedeuten bei 2 Tests pro Woche allein 22 Millionen Tests zusätzlich. Jede Woche. Ein Bombengeschäft für die Hersteller. Und eine tolle Sache für die Regierung. Denn 22 Millionen Tests bei einer Falsch-Positiv-Quote von 2% erzeugen schon über 400.000 zusätzliche falsch-positive Corona-Fälle pro Woche. Über 400.000 zusätzliche Fälle, die die Inzidenzen hochhalten, die dafür sorgen, dass die Pandemie so lange fortgesetzt wird, wie man es politisch beabsichtigt. Lasst uns das beenden. Ihr seid dran. Helft mit. We'll be right back.